Stein. Gut, Stein. 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 So, Stein. Komm auf. Stein. Guten Tag miteinander. Wir begrüßen euch zum Finalspiel von der Elite Görling. Frauen und Männer spielen gleichzeitig. Wir übertragen primär den Frauenmatch heute Nachmittag. Der Countdown ist da. Es geht genau um diesen Match heute. In der Meisterschaft haben sie gleich viele Punkte erreicht. Sie haben sich je einmal geschlagen. Sie sind also genau gleich aufgestellt eigentlich an dieser Schweizer Meisterschaft. Das Kräftemessen findet jetzt hier statt in diesem letzten Spiel. So oder so, der Sieger wird dann an die WM selektioniert. Es ist jetzt also alles oder nichts. Genau gleich ist bei den Herren auch. Das ist das eine Finalspiel. Und dort wird der Sieger nachher dürfen an die Schweiz vertreten an der WM. Wir sind das zweite. Mein Name ist Christina Lestander. Neben mir ist Claudio Betz, ehemaliger Spieler vom Team Genf bis letztes Jahr. Ja, hallo zusammen. Wir werden sicher wieder zwei extrem spannende Spiele sehen, wie heute Morgen. Bei den Frauen, gerade bei den Frauen, war es bis zum Schluss, bis auf den letzten Stein, spannend gewesen heute Morgen. Morgen hat Binja den letzten Stein gehabt. Jetzt ist es Silvana und wir sehen einen relativ defensiven Start von der Silvana. Sie hat gerade offenes Haus gespielt. Sie möchte also sicher das Nullerend suchen jetzt im ersten Ende. Der Hammer, also der letzte Stein von diesem Spiel, ist ausnahmsweise nicht zustande gekommen. Das macht man sonst normalerweise nach dem Einspielen, spielt man zwei Steine möglichst nachher zu Haus. Die weniger Abstand haben, gewinnen und bekommen so den letzten Day. Heute war es anders gewesen. Heute hat man den letzten Day Team Aarau gegeben und bei den Männern am Team Zeringer. Aufgrund, weil sie haben gleich viele Punkte nehmen sie mit jetzt. Sie haben je einmal gegeneinander gewonnen und dann hat man die Summe von allen diesen LSD, die Summe von all diesen Teststeinen, die man tut, möglichst nachher mitspielen, hat man genommen und da haben Aro und Zeringer die Nase vorne. Darum ist ein Hämmerli auf dem Tableau, das heisst, sie hat den letzten Stein für diesen Match. Wie wichtig ist der letzte Stein am Anfang? Ja, es bringt sicher eine gewisse Ruhe, aber ehrlich gesagt, über 10 ist der Vorteil nur noch minim, finde ich. Also, das sollte eigentlich nicht vorentscheidend sein. Ja, Finalspiel ist sicher etwas ganz Spezielles und es wird sich jetzt ja, werden wir sehen, ob sich die Erfahrung hier durchsetzen kann. Aber auch sicherlich leicht favorisiert mit ihrer Erfahrung, die sie haben, das ganze Team. Und auch auf dem Nebenring werden wir sicher auch mit einem Auge vom Nebenring noch lieber spienzeln. Genf auch mit einem riesen Erfahrungsschatz sicher auch leicht favorisiert gegen die aufstrebenden Berner. Genau, und wir werden sicher versuchen, euch auf dem Laufenden zu halten, was im Herrenspiel läuft. Genau. Das Resultat von dieser Saison jetzt spricht an sich für das Team Aarau. Sie haben mehr Spiele draussen gespielt. Sie haben über 70 Spiele in grossen Turnieren. Das Team Langenthal war nicht ganz so fleissig mit grossen Turnierspielen. Aber wir kennen Binja, wie sie spielt. Sie ist eine Frau von grossen Spielen mit starken Nerven. Absolut und immer unberechenbar und darum ist sie natürlich auch immer brandgefährlich. Beide Teams sind neu zusammengestellt dieses Jahr.
Also sie haben nicht in dieser Viererformation eine lange Geschichte, aber jede Spielerin natürlich für sich eine lange Geschichte, alle schon international draussen gewesen. Sie kennen das Business im Land, sie kennen das Business im Ausland, sie kennen das Business an grossen Anlässen. Ja, leider rausgerollt jetzt und die Chance für Langenthal, um einen hinter die Gar platzieren und Druck machen. Gut, ja. Wir haben gemessen vorhin beim Einspielen die Länge. Ich habe so gehört, sagen, es ist so für gut. Für die Spieler 13-8 haben sie gesagt. Das wäre etwa die Länge für die T-Line, für die Girler, die das verstehen. Das ist ein bisschen weniger schnell als noch in der Round-Robin, aber wie gesagt, wenn Finale ist, ist immer etwas anderes, weil es weniger Team hat in der Halle und meistens auch mehr Zuschauer. Ein super Stein von der Carol. Also genau sie, also dort muss er kommen. Und Silvana bleibt nichts anderes übrig, als den Doppel-Take-Out zu probieren. Wir sehen hier Silvana auf der Position 3. Sie ist Skip im Team, spielt 3er-Stein. Das ist ihre Konstellation, wie sie das Gefühl haben, wie sie am erfolgreichsten spielen. Das heisst, Alina Betz wird dann die letzten Steine spielen. Ja, und super ausgeführt. Guter Start auch für Silvana. Das heisst, ihr seht hier schon im ersten Mal, beide Teams sind voll parat und ist schon ein sehr gutes Niveau. Ja genau, sie haben so das Eis im Griff, schon am ersten Ende. Dank dem Einspielen, dank der Konstanz, dank der Kommunikation, die sie untereinander haben. Die teilen sich exakt mitteilen, wie schnell sie ihre Steine gespielt haben und wie schnell sie sind. Die Wischer tun das auch noch während dem Lauf kommentieren. Vorne 4, vorne 8, für die, die es nicht kennen. Der Vierfuß, wenn sie etwas von vier reden, ist das der innerste Kreis, hier jetzt der blau. Das wäre der Vierfußkreis, wo er vier Fuß breit ist. Der Weiß wäre der Achtfußkreis und der Rot wäre der Zwölffußkreis, wenn ihr diese Zahlen gehört. Ja, für mich finde ich ihn gut. Wir können gut noch von innen. Er ist nicht ganz hinten dran gekommen. Super gewischt war sicher. Ja, haben sie wirklich fast noch verstecken können. Sieht auch, wie gut das ist, oder wie schön das ist, girlet. Und so macht es sicher auch Spass zum Girlen auf solchen Mies. Die Spieler haben allgemein gerühmt, muss man sagen. Die Spieler auf dem Eis und hier rundherum. Ihr habt gesehen, ja, in der Längeinstellung, die Tribünen sind voll. Im Restaurant und oben, von oben runter. Schöner Stein von der Silvana. Und jetzt sind sie wieder auf dem Nullerendkurs. Ja, Mühli. Ja, ist gut. Also. Heute Morgen, wer der Herrenmatch hat beobachtet, der ist ziemlich zackig losgegangen. Dort hat ein Team gerade Zähringen können 3 schreiben im ersten End. Das wirft dann das Spiel geht ein bisschen über den Haufen für das andere Team natürlich. Und hier sieht es jetzt aus, als hat man eine übersichtliche Lösung. Das heisst, da wird 0 oder höchstens 1 geschrieben werden. Wenn wir rüber schauen zu den Herren, da sind schon 4 Steine im Spiel. Dort gibt es ein Resultat sicher zum Anfang. Ja, beide Teams extrem konzentriert und super Ausführung schon jetzt im ersten Ende. Können wir uns auf ein spannendes Spiel freuen. Fina, zu dir weg, Kameli. Ich bin schon zum auf diese Seite weg.
Da wird sie wahrscheinlich probieren hinter die Garde. Ich glaube, sie möchte ins Freie rausfallen, um noch nichts abrennen lassen. Ja, ich glaube, das Ziel ist wirklich ein Nullerend. Ja. Und so hat sie auch vom ersten Stein eigentlich gespielt. Das Nullerend macht sie, damit sie kann den letzten Stein, den Vorteil vom letzten Stein mitnehmen ins zweite Ende. Jetzt geht sie zwar doch über, aber es wird frei. Ja, Feldstein von Alina und jetzt hat Binja natürlich die Chance, da einen zu verstecken und Aarau auf einen zu zwingen. So oder so, mit einem Stein geschrieben im ersten Ende ist nicht viel verloren und noch nicht viel gewonnen. Ja, ist gut. Aber wir kennen das auch. Das Nervenkostüm ist einfach anders vor einem Finalspiel. Der Puls ist garantiert ein bisschen höher. Man muss schauen, wie schnell man sich so auf den normalen Flow einstellen kann. Vielfach ist das erste Ende noch so eine komische Situation. Aber es geht genau um 16 Spieler gleich. Binja hat genau den gleichen Stein vorher schon gespielt. Also Garol und sollte sie es eigentlich kennen. Ja, super gewischt und perfekt versteckt von der Binja. Sie wird auch gar nicht angreifen, sie wird wählen, einfach einen zweiten zu legen. Oder geht sie, probiert sie vorne drüber? Nein. Mhm. Das sieht nach einem sehr einfachen Stein aus, ist eigentlich im Normalfall für die Skippe das tägliche Brot dort in den Vierfuß, in den blauen Kreis hineinlegen. Und trotzdem hat sie das eigentlich gar nicht so wollen. Ich glaube, wir hätten Freude gegen Binja Stein zu schreiben. Aber an und für sich sagt man dem, man hat den Gegner gezwungen, einen zu schreiben. Sie kann nicht viel vorwärts kommen in diesem Match, gibt dann aber nachher den letzten Stein gerade ab ins andere Team. Sieht kontrolliert aus. Die Länge einschätzen und die Länge wischen ist primär Job von der Wischer. Und die Länge Angabe von der Silvana 13-7. 13-7, genau. Also, das war richtig, deine Angabe. Ja, es gehört. Wo sie ja, da sehen wir jetzt auch, wie wichtig die einfachen Steine sind. Also ein Hit and Stay ist leider nicht gekommen und gerade auf einen gezwungen worden. Ja, mit einem Auge schauen wir natürlich aufs Herrenspiel und jetzt sind jetzt bereits wieder 5 Steine, 4 Fuß. Das ist eine extrem spannende Situation. Voilà, genau, da haben wir es. Bernd Zeringer ist gelb und Genf ist rot. Ja, die zwei roten liegen besten. Die man so ein bisschen versteckt sieht. Zeringer mit dem Gelben wird es versuchen, sein eigenes Gelb dort hineinzutreiben, in die zwei Roten. Janik hat heute Morgen praktisch keinen Fehler gemacht und bin gespannt, ob er jetzt noch mal so eine Leistung kann zeigen kann. Ich glaube, das ist nicht ganz so, wie sie wollen haben, aber, aber hat noch relativ gut gezahlt. Für Genf ist es jetzt schwierig. Genf muss sicher aufpassen. Weil der eine droht, der ist zwar schön, aber der lebt etwas gefährlich, wenn er so allein ist in diesem gelben Päckchen drinnen. Jetzt geht es primär. Jetzt geht es primär darum, sich den auf eine Art zu versichern und sich doch noch die Möglichkeit offen zu spielen. Moment, muss ich jetzt schon. Ja, dass Zeringer nicht wieder ein grosses Haus machen könnte im ersten Ende. So, Binja entscheidet sich jetzt für Corner Guard. Also, sie wird versuchen, zwei Steine zu machen und fängt schon offensiv an. Genau, mit dieser Wald. Also, der Stein ist jetzt auch noch geschützt. Der ist in der sogenannten Free Guard Zone. Das weiße Eisfeld vor dem Haus. Ist die Zone. Dort darf man mit den ersten Steinen auch noch nicht abspielen. Da ist, man darf nur einander schieben und man darf ihn nicht rausnehmen. Und Langenthal mit Gelb möglichst eigentlich auf der Seite ein Spielfeld aufbauen.
die sie dort hinterher verstecken kann. 14-5. Ja. Im Gegenzug tut das Team, das anfängt, eigentlich primär wählen, die Mitte für sich zu beanspruchen. Ja, Feldstein jetzt vor auch, der hat vor das Haus und den Schott im Vierfuß abdecken. Er öffnet jetzt gerade die Chance für Pinja, um einen Hit-and-Roll zu spielen. Wenn er vor dem Haus wäre, dürfte sie ihn nicht abspielen, nicht wegspielen. Und so hat sie jetzt die Chance, entweder beide Rote zu nehmen oder was sie noch fast lieber will, vor der Rot nehmen und über einen Rugala hinter ihre eigene Garde für so eigentlich ein grösseres Haus parat zu machen. Mehrere Steine können nicht schreiben. Jetzt ist gar nicht darauf ausgesehen, die zwei Steine nehmen, sondern einen nehmen und der Tinger hat perfekt gemacht. Ja, finde ich gut. Ja, was man jetzt sieht, durch die Five-Rock-Rule darf jetzt Aarau auch die Guard nicht wegnehmen. Und es bleibt noch nichts anderes übrig, als selber eine Guard spielen. Und in dem Sinne ja, die Offensive suchen. Es spricht sicher spannend zu Ende zu werden. Vom Mannenring wird es gerade der letzte Stein gespielt. Vierfuss-Draw von Jonik für 2. 2-0 für Bernd Zeringer nach dem ersten End. Zeringer. Voilà. Das ist gut, der deckt zwar der Rot noch halb ab, den kann man noch abspielen. Ja, wir haben vorhin gesehen, der Melanieren ist übergeurlet und jetzt der ist ein bisschen zu wenig geurlet. Also, sie haben die Abstimmung noch nicht so ganz gefunden. Und sie wird uns dann mit einem halblängen Stein, einer, der gerade genug Kraft hat, für den Rot rauszuspielen. Und ihr eigenes Gelb wird etwa dort vielleicht landen, wo sie der Besen jetzt ungefähr hat. Gut! 12! 12,5! 12,5 ist die Geschwindigkeit vom Stein, den sie am Skip angeben, damit er weiss, wie viel er etwa wird gehören. Es tut dann leicht rausrollen. Ja, perfekte Länge, wirklich nur Hack gsi. Genau, und sie liegen so, dass man nicht zwei Gelder mitnehmen kann. Aarau ist bereits ein bisschen unter Druck jetzt. Sie werden jetzt versuchen, da hinter der Rote zu rollen. Jetzt hat Langenthal ein einfacher Spiel, durch das es dann nicht ist gekommen. Kann sie wieder wählen, wo sie ihn platzieren will. Wenn der Rot wäre hinter die Guard gerugelt, wäre sie im Zugzwang gewesen. Und mit dem, dass kein Rot jetzt drin ist, kann sie ehrlich ihre Position wählen. Sie wählt einen Stein, der ein bisschen weiter geht als die Mitte des Haus, damit Aaronik kann wieder Hit und Roll, also wieder mit rausschlagen hinter die Dings. Genau. Sie geht jetzt ein bisschen weiter hinterher ins Haus. Was noch eine andere Option wäre oder gewesen wäre hinter die Center Guard spielen, hinter die Rot, die jetzt gerade ins Bild kommt. Aber ja, ich denke, der Grund, warum sie das nicht macht, ist, weil einfach dann die Gelben beide im Haus so nah aufeinander wären und Aarau auf der Rote vorne können schiessen. Ja, also genau. Sicher gute Entscheidung da. Genau. Das Haus zu teilen. Jetzt wird sich ein bisschen gezwungen, auf einen unattraktiven Platz dort raus zu spielen. Der Weg für nachher hinter die rote Garde ist erstens sehr weit und zweitens, wenn er kommt, rollt er ziemlich weit hinter. Das ist sehr ein schlau platzierter Stein jetzt von Langenthal. Aarau bleibt fast nichts anderes übrig, als jetzt den anzugreifen und in Achtfuss zu rollen. Es ist einfach noch zu früh im Spiel, jetzt, um den Come-Around zu spielen hinter die rote Garde. Ja. So wie es aufgesetzt ist, hat man, schmeckt es nach zwei gelben Steinen am Schluss, aber das ist... Ja! Ja! Ja, ja! Halt! Der gehört wahrscheinlich zu viel. Sie hat eben... Silvana hat gerade aus der Hand gesagt, wischen, also sie hat selber gerade gemerkt, dass der eng ist. Genau. Und es gibt jetzt keinen Grund für Langenthal, um den abspielen, weil sie haben ja schon den Shot, also jetzt sind sie einfach nochmal lecken.
Und so kann man natürlich relativ entspannt dem Zweierhaus entgegenschauen. Ja, sind wir gespannt, ob sie es durchziehen können bis genau, zum Schluss. Genau, das ist so das, wo man sich dann ärgert. Weiss nicht, wenn man schon so ein bisschen den Halbfeldstein hat bekommen, dann will man wirklich das heimbringen. Aber wenn man gegen außen spielt, hat man auch noch mal ungefähr 1,5 Meter schlussendlich Haus, wo man noch bräuchte. Und das ist zum Teil, also für mich ist es fast eklig gewesen, einen einfacher zu spielen, der einfach muss kommen, als einen schwierigen, wo man das Gefühl hat, man kann gewinnen und verlieren. Aber das sind so die Pflichtsteine, die müssen einfach kommen. Sieht super aus. Oh nein, der ist ein bisschen kürzer. Der ist sicher ja, einen halben Meter zu kurz und führt dazu, dass jetzt Silvana Johnson zum hinteren Rollen und gleich noch vor der T-Line bleiben zu liegen. Ja. Man kann zwar nicht beide gelben nehmen, aber sie kann an einem guten Ort herfallen, hinter die rote Garde. Für das hat sie eigentlich die Center Garde mal gespielt. Wie schnell willst du spielen? Du kannst sagen. Ein bisschen weniger. Das ist ja interessant, jetzt haben sie das ganze Ende von innen gespielt, ja, die Takeout. Genau, und jetzt tut sie den Händel kehren. Es ist zwar ja, ein bisschen weiter innen, ja. Aber manchmal tut man auch etwas wechseln, wenn der Vorder nicht super war. Genau. Hat man das Gefühl, weißt du, was spülen, irgendetwas Neues. Oder ist nicht ganz sicher, ob das Eis so tut, wie sie es vermutet. Dann tut man vielleicht die andere Seite wählen, wo man eher das Gefühl hat, wo es ist. Oder wo es weniger gehört. Ja. Mir dünkt, er hat ein bisschen langsam gespielt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es sieht. Jetzt die erste Garde ist es nicht, dann probiert man halt weiter noch in die zweite Garde. Jetzt ist es genau in der Lücke. Das ist genau so. Ja, war sicher super gespielt. Leider genau in das Loch gerollt. Ja. Fast noch lieber noch ein bisschen lackieren oder hinter die Zeit. Ja, Langenthal jetzt mit der Chance da durch. Und vielleicht sogar noch hinter dran zu rollen. Hinter der Rote. Passt einmal durch die Lücke. Jetzt ist noch die Frage, wo geht er her? Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön gespielt. Wie sieht man wahrscheinlich noch halb? Wenn sie dann spielen kann, der Hit and Roll. Ja, ist natürlich ärgerlich jetzt für Aarau. Eigentlich ein gut gespielter Steig von der Silvana. Und jetzt sind sie noch mehr im Seich als vorher. Ja. Und sicher jetzt ganz ein wichtiger Steig, der nächste von der Alina. Sie muss auch durch die Lücke. Genau, und sie wird jetzt probieren, mit Hackweight den rauszunehmen und hinter die gelbe Corner Guard rollen. Sieht man, wie er schön reingegurlt. Oh, ein bisschen spät. Und ein bisschen zu wenig gerollt, aber. Man sieht, er ist weiter rein als vorher, also Pinja muss jetzt den anderen Händel spielen. Also und das heisst, da haben wir eine neue Spur und ja, man weiss nicht so recht, wie sich dort verhält. Girl jetzt mehr, Girl jetzt weniger. Und sie wird natürlich wieder so bereichern, um ich sage jetzt mal 5 ab oder so bereichen, für dass er wieder leicht wegrollt und hinter die rote Garde geht. Es würde sogar die Möglichkeit theoretisch auf 3 öffnen. Aber ich gehöre relativ früh schon. Und Henk da hat man schon früh gesehen, dass der auf Guard kommt. Er hat schon kurz nach der Hookline angefangen zu girlen. Ja,
Ja, und so schnell kann es kehren. Jetzt hat Tara auch die Chance, um mit 3 zu liegen. Und ja, bin ja zwingen. Vor 5 Minuten haben wir noch gesagt, sie schauen einem einfachen Zweierhaus ja, entgegen. Und so genau, schnell kehrt es. Ja. Genau. Und die Hit and Roll, oder die Wick, oder wie man denen sagt, wo man Gegner rausschlägt und neu hinten dran rollen, die sind. Nee, die sind immer machbar, sie sind aber nie garantiert da. Es braucht eben auch, es braucht das korrekte Eis, die richtige Länge gespielt, richtig auf den Besen gespielt und noch zu beurteilen vom Vizeskip. Dort sind viele Jahre Elemente, die müssen stimmen. Immer. Und sicher jetzt ja, eklig für Pinja, dass die fast gleiche Höhe sind. Ja, Nase wird lange. Muss sie genau, einfach den Nase-TK spielen. Genau. Umgekehrt für Fall. Vorhin hat Aro müssen den einen Punkt machen. Jetzt muss natürlich Pinja Langenthal den einen Punkt nehmen. Das heisst, sie muss. Jetzt schaut sie noch einmal nachher. Genau, jetzt schaut sie nachher, längt es dann, wenn wir einen Grad brechen. Ja, ich bin mir eben auch nicht sicher, was sie vor. Genau, und ich bin froh, haben sie es jetzt noch angeschaut. Sie hat das Gleiche gedacht. Aber wir sehen es von Seite natürlich nicht. Aber sie hat gesagt, um sicher zu sein, sollte er noch ein paar Zentimeter in die Mitte rollen, um sicher zu sein, dass der dann auch am besten, am nächsten ist vom Zentrum. Der ist gut gegangen. Ja, es war noch herzig, sie hat noch gerufen, kommt gut. Das ist manchmal noch schön für die Wischer. Da hat man so ein Zwischenaufsteller, wenn man am Wischen ist und kaum wagt, vorzuschauen, wenn der Vize-Skip oder der Skip sagt, kommt gut, dann gibt es noch einen Boost. Sie hat hier ein bisschen Winkel gehabt. Glück, in dem Fall gerade noch gelangt. Ja. Aber bei diesen Steigen sieht man sicher auch die Routine, die die Binja hat mit ihrer Erfahrung. Und ja, es sind genau nachher hier die Keyshots, die man bringen muss, um ja, genau, im Spiel zu bleiben. Ja, grosse Differenz. Wenn der daneben geht, hat man 3 gestohlen bekommen und so schreibt man einen. Also das Spiel ist vom. Ja, die Tribüne ist wieder super gefüllt. Ich glaube, die ganze Woche war es schon extrem gut gefüllt gewesen. Und das macht natürlich auch den Spieler Freude, wenn man so viele Zuschauer hat. Absolut. Ja, das ist gut. Kann ich anfangen? Ja, du kannst. Ja, wieder ein sehr starker Start von Bern. Schon 2 können machen im ersten End. Und Genf ist jetzt gefordert im zweiten End. Kurz! Eins Mitte! Sicher noch! Nur Mitte! Ja, weil wenn man die Saison hat geschaut hat, sie haben dann, glaube ich, 8 Mal gehabt in dieser Saison, so, was ich gefunden habe. Und 6 Mal hat Team Genf gewonnen. Sie sind also auf dem Papier die stärkeren, die tougheren Gegner. Aber wir vielleicht noch das Wort zu der Weltrangliste. Ich habe vorhin kurz geschaut, das Team Genf ist Nummer 12 der Welt und Zeringen Nummer 16. Warum ist die Weltrangliste so wichtig? Top 15 kommen immer automatisch Einladung für die Grand Slam über. Und die sind halt extrem wichtig, weil es geht um viel Geld und man spielt auf Arena Eis. Also ist das beste Training eigentlich für Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Bei den Frauen sieht es so aus, Silvana ist Nummer 4 von der Welt. Also ganz weit vorne und Pinja ist Nummer 25. Ja, also hat aber sicher auch damit zu tun, dass sie, ich glaube, gar nicht auf Kanada gegangen sind diesen genau, Winter. Und nur zu Europa gespielt haben. Ja, genau. Der steht jetzt direkt verwirrt von der Melanie. Ist zwar noch im Spiel, aber kann man eigentlich nicht mehr brauchen dort aus, ja, genau, leider. Ja. Ja, wir haben auch schon heute Morgen gesehen, ein, zwei Steine, die direkt verwirrt haben. Ja. Das gibt es auch. Das, das gehört auch dazu, ja. Ja. Eben lieber früh im Spiel als im letzten Ende oder so, beim entscheidenden Stehen. Also wenn schon direkt, dann gerne den ersten Ende und gerne im Frontend. Ja, ich hatte da vorhin 70. Also Aro wählt jetzt spielen auf den gelben Stein im Haus. Der bietet sich an, weil wenn man dort drauf spielt, ist man wirklich auf dem Zentrum oben.
Dadurch, dass der Gelbstein gerade hinter der Mittellinie ist, ist der natürlich eine schöne Einladung, um sich dort drauf zu setzen. Das haben wir immer wieder gesehen, dass die Steine im Haus ist nicht gleich Steine im Haus. Wenn man sie vor der T-Line hat, sind sie oft einfach noch ein bisschen. Ja. Ganz schön habt ihr gehört. Dalina hat am Gegenskip der Binja gesagt, ich bin ganz wenig angekommen. Jetzt können wir mal schauen. Jetzt geht sie ihr sagen, ich bin ganz wenig angekommen. Binja sagt, es ist okay. Ja, und in der Regel, sie hat schon den Lauf vom Stein nicht verändert. Also genau. Es gibt eine Regel, vor der Hogline sollte man eigentlich selber rausnehmen als Spieler. Nach der Hogline tut der Gegenskip entscheiden, wie man es zu regeln hat. Und das sind alle Spieler, die ich hier auf dem Eis sehe, äußerst fair unterwegs miteinander. Ja, Silvana hat wieder mit dem Defensiven geholt. Sie versucht sicher, das Nullrennen noch zu machen jetzt. Dann würde sie probieren, vorne aufzutun. Und er auf der Seite ohne gerade mitnehmen. So, hätte jetzt gerne den noch dürfen, am Rand auch noch mitschnappen, dass nicht zu viel Gelb rumliegen. Die Garde, die sie wählt, ist relativ nach dem Haus. Weil eben der Gelbstein ist gerade hinter der T-Line. Wenn ich eine längere Garde mache, die weiter weg ist, wird es sich noch einfacher für die Roten, sich da drauf zu legen. Mitte! Ist nur noch von Mitte! Mitte! Garold, ich kann sozusagen beide Seiten wischen. Ja, sie wischt immer am Stein. Ja. Genau. Sorry. Gut gewischt. Vielleicht wollen wir es noch einmal erklären, für wer heute nicht den ersten Match gesehen hat. Oft tut nur ein Wischer wischen, weil sie gegenteilige Effekte haben. Also das Wischen bringt sicher für die Länge so oder so. Da wird man gerne zwei Wischer haben, wenn es nur um die Länge geht, wenn es um die Richtung geht. Dann tut eigentlich primär ein Wischer wischen, weil sie gegenseitig eine andere Wirkung haben. Ja, dahinter berührt, schnell, aber nicht rausgenommen. Ja, genau. Vielleicht können wir schauen, wenn wir mal die Wischer von hinten sehen, ist es am einfachsten zu erklären. In die Richtung, wo man wischt, so wie die Wischbewegung geht, dorthin treibt man eigentlich den Stein, wenn man so sagen. Mal schauen, ob man das hier ja, und ich glaube, bei den Langenthalerinnen ist halt Garol, die am meisten Power hat und darum wischt sie immer am Stein. Sie am Stein. Von beiden Seiten. Ja, jetzt so wie Stefanie wischt mit der. Wir schauen, jetzt! Genf hat 2 geschrieben im Herrenspiel, ist wieder ausgeglichen, 2-2 nach dem zweiten Ende. Wenn sie so wischen, wollen sie, dass der Stein mehr gehört, also mit Rücken. Mit Rücken in die Richtung, wie man es wischt, wie die Wischbewegung geht. Man kann die Wischbewegung der Besen anschauen, dann sieht man, welche Richtung das wird gehen. Und wenn es wirklich um die Länge geht, dann tun beide mithelfen, dass man noch etwas an Länge rausbekommt. Der ist fast offen. Ja, Silvana jetzt mit der Chance, um hinten dran zu wirken. Doch nicht ganz, ja, schon nicht ganz, aber mit einer, so einer wieder Mischlänge, die Hecklänge, das ist die Länge, die bis hinten so knapp in die Schaumgummi wird kommen. Mit dieser halben oder weichen Take-out-Länge hat man mehr Kontrolle über den Stein. Wenn man ihn muss schräg brechen, dass er noch bleibt. Wenn man ihn stark spielen und nur die Hälfte vom Stein tüpft, dann geht der Regen raus. Sie ist nicht so zufrieden. Ja, immer. Der geht durchschnell. Jetzt ist die Frage, ob er geht raus, wird schlechter als der andere. Ja. Es wäre wichtig, dass der zumindest im Haus bleibt. Ja. Jetzt bin ich ja mit der Chance wieder hinter ihre Center Guard zu spielen. 65, 70. Ich glaube, es ist feiner als im ersten. Ja. 75. Sie tun miteinander immer. Ja, die drei, die hier sind, haben den Job natürlich, einfach die Länge exakt miteinander abzumachen. Sie tun das mit der Stoppuhr messen.
laufend während dem ganzen Match die sich Änderungen oder mitteilen gegenseitig. Schaut er auch vielleicht schon ein bisschen raus, aber super Länge natürlich. Ja, sicher ein guter Steig von der Carol. Es war vielleicht ein bisschen schnell gespielt von Silvana vorher. Ja. Und jetzt hat sie eigentlich nochmal den genau gleichen Stein wie mit dem ersten. Sie muss aber das mal wirklich unbedingt hinter ihrem Roten bleiben liegen. Ihre Rot dürfte nicht mehr raus. Ja. Gehen beide Gelben, ich bin nicht sicher, aber wahrscheinlich vom Tempo her nicht. Nein, sie wird nur versuchen, Heck zu spielen. Ja. Ja, bis jetzt dunkt es mir, es ist ein nervöser Start vor auch. Ja. Jetzt sicher ganz ein wichtiger Stein. Hey, warte! Wobei, da hat es mir auch gedacht, das Eis ist nicht immer exakt so gewählt. Oder umgekehrt, die Länge hat nicht zum Eis gepasst, auch wenn man es richtig hat gespielt. Das ist immer die Frage, hat man es nicht exakt gespielt oder hat man das Eis nicht exakt eingeschätzt? Ja, das ist aber schön. Perfekt. Das ist jetzt schön. Jetzt von der Paul. Mit die Rinke hat man noch gemeint, er treffe ich gar nicht. Ja, genau. Und ja, ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, er ist langsamer gespielt und hat durch das den Girl dann angenommen. Wie ihr seht, Wischer sind äußerst dankbar gewesen. Mit dem Tenang immer gerade Merci sagen. Ich glaube, sie haben selber schiessen gehabt, dass der wieder rausgeht. Und mit der Lichtung probiert man lang aufzubauen. Merci. Sie wird auch mit einem Feinen müssen anspielen. Ja, ist gut. Also, dass er gerade hinten raus macht und der Gelb dann aber nur wenig rausrollt und der bleibt. Es ist immer noch ihre Chance offen, für die zwei zu schreiben. Ja, die Gefahr bei dem Stein ist, wenn sie zu viel girlt, dass sie die rote Garde ins Haus hineinstoßt. Ja. Und Ara hat dann plötzlich die Chance auf 3. Worst case, ja. Also, sicher wichtig, dass sie mit der richtigen Tendenz spielt. Gut! Zieh! Oh, Tempo gut! Zieh! Fest! Jetzt scheint er wieder zu nett gehören, als sie hinkommen. Weg! Uff, das ist genau der, was du hast gesagt hast. Ja. Worst case. Es hat irgendwie ein bisschen danach geschmeckt, hat es mit dunkel. Ja, es war fast ein bisschen fein gespielt. Er hat ja von Länge her nach oben kommen können, rausdrücken. Das ist so. Oh. Die Match, die Ende haben immer gerade wie gekehrt. Ja, jetzt Arau ist eigentlich die erste Hälfte vom Ende im Seich gewesen und jetzt haben sie plötzlich die Chance für 3. T-Line, das ist super. Ja, genau. Sicher ganz wichtig, jetzt, wo der Stein liegt, damit Binja kein Doppel-Take kann spielen. Ich hätte gesagt, also, der muss die gleiche Höhe wie die. Jetzt machen wir noch eine dritte auf die gleiche Höhe. Genau. So wie ich den Draw im ersten Rang gespielt habe. Ja, das ist jetzt so ein Geschenk, hat man bekommen. Jetzt muss man es aber auch schön einpacken, richtig. Verwalten. Finde ich gut! Ich finde ihn recht gut. Ihr könnt! Ich finde ihn gut, ja! Die ist gut, da ist auch gut. Warte, Wester! Dann schauen! Nein! Da kommt schon gut. Okay, zieh dann. Zieh! Ich ist super, hä? Fest, bis da! Fest! Ja, du hast eigentlich alles richtig gehabt, aber es ist manchmal schon ein nervöses Gefühl. Wenn man das innere Gefühl hat, glaube ich, ich bin zu lang gewesen, dann tut man dann sagen, schaut noch mal. Das heisst nicht, hört auf, kein Befehl, sondern man tut natürlich. Ziemlich lachen. Das Gefühl vom Spielen mitteilen. Ja, bin ja mit der Chance für den Doppel. Ja, es ist schon so gesehen. Das ist das unbedingt muss kommen, damit man nicht das Rührhaus bekommt. Ja. Alina hat schon das Gefühl, bei Ender auf der langen Seite, die könnte nicht am Schluss noch wischen, weil jetzt ist er effektiv so, dass er einen Doppel-Take zulässt. Würde aber dann immer noch gut genug sein für 2 rote Steine. Also das genau. Die 2 roten, die sind ja
realistisch. Inja wird jetzt probieren, zwei Wege zu haben, aber jetzt nicht drei sein. Das ist jetzt ihr Ziel. Zwei hat sie schon fast akzeptiert, würde ich meinen. Opa. Uiuiui. Okay, Opa. Okay. Ja, okay, da ist jetzt wenig gut angeschlagen. Sind es drei mögliche? He? Jetzt ist ja. Zwei sind und schon Talina mit einem offenen ja. Draw für ja. Drei. Das ist genau das Ende, wo man sich, wenn das Spiel je wegen dem sollte, also wenn das Spiel sollte verloren gehen, ist das sicher eine Situation, wo man sich wieder darüber ärgern würde. Dass man eigentlich hätte können mit zwei liegen und dann dem Gegner die Eröffnung macht für können drei. Das ist aus Sicht von Langenthal sehr ärgerlich. Das ist, wie gesagt, das ist der Lieblingsstein von einem Vieri. Wir schon zwei liegen und im Platz an den dritten zu liegen. Aber auch den muss man bringen. Machen Sie sicher, machen Sie sicher. Sehr zuverlässig. Und den tut man gerne, auch wenn er schon längst gut ist, man tut ihn gerne wirklich auf den Topf legen, auch für die Sicherheit zu entwickeln, dass ich jederzeit kann in den Vierfuss genau. Spielen kann. Also, was tut jetzt Aarau reden in der Pause? Ja, ich glaube, für Aarau wird es wichtig sein, gerade wieder Druck können zu machen im nächsten Ende. Und Binja und Langenthalerinnen nicht wieder aufkommen lassen. Das Ziel von Langenthal wird jetzt einfach sein, dass sie das Zweierhaus machen, und zwar so schnell wie möglich, damit sie gerade eine Antwort finden auf das verkorkste Ende oder vor allem die zweite Hälfte jetzt von dem dritten Ende, was auf dem Kurs war. Sie haben noch ein bisschen. Sie haben ihn noch einmal besprochen, diesen Stein. Wie ist es passiert? Was haben wir gemacht? Haben wir Denkfehler oder Spielerfehler gemacht? Und das ist mal wirklich wie. Vielleicht hätte man ihn müssen auf sicherer, ein bisschen mit einer satteren Länge spielen. Schauen wir hier schnell rüber. Ja, bei den Herren ist Genf Schott im Moment. Das sieht nachher mal. Force aus. Ich finde recht gut. Vorne vier. Vorne vier ist gut. Ist auch ein rechtes Hin und Her bei den Herren. Vorne vier. Und sehr höchstes Niveau. Ich habe das Gefühl, für Genf ist es extrem wichtig, dass sie das zwei können schreiben können. Dass es nicht eine ähnliche Entwicklung gibt wie heute Morgen. Auf jeden Fall, ja. Wo sie relativ eher nach dem dritten Ende schon ziemlich im Rückstand waren. Dass sie gerade diesen zwei Rückstand wieder wettmachen können. Es ist auch für uns neutrale Zuschauer natürlich viel lustiger, wenn man einen ausgeglichenen Spielstand hat. Eins, Mitte! Mitte! Mitte bis zwei! Können noch etwas warten? Ja, Carla! Das ist die klassische Eröffnung wieder. Wobei jetzt eben genau der Stein ist. Wunderschön, der Rot, aber genau wieder eine Steinbreite oder zwei zu lang. Man wird einfach nicht hinter dieser Mitte sitzen, wo der andere kann den Golf aufhocken. Genau, und Silvana wird jetzt sicher noch mal ins Haus spielen. Sie wird versuchen, eher defensiv jetzt vorzugehen. Und. Ja, die Melanie wird jetzt eine vorne 8 oder vorne 4 spielen. Talina sagt jetzt gerade, er ist wieder lang. Er ist fast freeze, das heisst, er kommt zum anderen und wird dort aufhocken. Und wenn dann schon, dann macht man ihn wahrscheinlich perfekt zum freeze. Genau. Und es sieht super aus, aber wir hätten gerne ein bisschen einen Meter voneinander verteilt. Vielleicht. Jetzt kommt Bina drauflegen oder stüpft die so. Ja, ich glaube, sie probiert den freeze oder ein bisschen zu tappen. Ja. Und da sieht man auch, warum die Melanie Steine ein bisschen zu tief sind. Jetzt dann. Weil es einfach nachher als Auflage dient. Ja. Jetzt die Langenthalerinnen. Ja, Langenthal kann jetzt entweder nur mal drauf sitzen und dann nachher ein bisschen drauf herumstossen. Oder sie tut jetzt wählen, schon mindestens einmal hinter die T-Line Richtung satt zu legen. Aber ich glaube, sie hat die Variante Freeze gewählt. Wenn sie da aufliegt, ist sie zwar noch nicht Schott. Aber das kann man jederzeit machen, weil der Gelb ist jetzt ziemlich gut versichert hinten. Wenn man da drauf schöner Stein. Schnell, Lester!
ein zu wenig geirrt und Aarau hat die Chance, zu einem wegnehmen. Sie opfert sicher der hinterste Rot, aber das ist ihr ja gleich. Sie sagt, das ist irgendjemand, was mir gar nicht so gefällt, da hinter dem Ding. Wenn ich Takeout spiele, hoffe ich, dass der Gelb geht und der hinterste Rot darf auch mit. Das ist nicht tragisch. Der gehört ein bisschen viel, habe ich das Gefühl. Schön, gut. Genau. Ja, super Stein von Esther, sogar noch hinter die Gelbe gerollt. Genau, und sie hat jetzt das... Und Binja muss jetzt einen schönen Fries, einen schwierigen Fries spielen. Binja sagt sich dafür, wenigstens auch nicht die Mitte wieder für mich, das ist auch nicht so schlecht. Das Spiel hat sich ein bisschen auf die Seite verlagert, wo eigentlich das Team mit dem letzten Stein auch noch gerne hat. Von daher ist... Hinacht! Einerseits für Aarau ist ein bisschen der Klüngel gelöst. Binja, sie hat jetzt wie zwei Spielfelder bekommen. Eins hinter der Garde und eins hinter der Tee. 14-3. Ist nicht hingemacht. Oh, ich muss gehen. Wegkommst? Sehr schön. Gut, super. Ja, super Stein von der Steffi gsi. Ja. Viel besser geht das nicht. Und jetzt sieht man, und sie war noch, da hat die Corner Guard. Darf jetzt die Corner Guard wegnehmen, genau. Ja. Schnell. Fest. Und gut gelöst von der Esther. Wie man sieht, ist sie eine super Takeout-Spielerin. Und ja, die hat das wieder einmal mehr unter Beweis gestellt. Ja, sehr schön. Wieder Sachen gelöst. Bis vor 12! Kommt nach! Sie will die Situation wieder schützen, eigentlich. 14-8. Finde ich, sieht gut aus. Okay, stimmt. Oh, ein bisschen weniger, aber wenn man den Gelb anspielt, tut man primär ehrlich den Rot weg. Vielleicht tut sie sagen, wir basteln dann nicht um, wir wollen zuerst der Gelbschutz steht vorne in meinem roten Kreis fort für die Kontrolle, für nichts anzubrennen. Bei der Herrenseite sehen wir von hier aus. Ja, der Janik muss gegen zwei Genfer Steine in vier Fuß legen. Er braucht den ganzen vier Fuß, um die beiden abhängen. Genau, ist der letzte. Er muss ihn zwei reinlegen. Fest! Wow! Fest! Ja! Wow! Robert gehört ein bisschen viel. Come on! Hat ein bisschen viel gehört. Das Leben ist okay, voll durchgewischt. 14-2. Ich glaube, Genf hat zwei Steine gestohlen. Nein, sie sind nicht einer sicher. Die zwei sind nicht sicher. Zwei für Genf. Ist gut! Gut! Ich sehe, dass es kurz ist oder etwas genommen. Ein schöner Doppel von der Silvana. Genau wie es und Welle. Und. Carol muss jetzt den Fries spielen. Ja. Witzel zu lang gewesen, vielleicht. Ich glaube, den kann man auch noch direkt anspielen. Ja, also normalerweise sicher raus. Die Frage ist, dass man wenn's. Weißt auch wenn du jetzt würdest, wenn du im Feinen würdest spielen und der Rot geht raus und der Gelbe rein wird. Braucht das. Es braucht super Präzision, dass man eigentlich. Ich finde, ich bin Gelb reicht. Sie sagt jetzt, wie viel siehst du von dem? Sie hat den Besen her und schaut den Abschnitt, wo man ich aus dem Heck raus, wenn man dort als Spieler, wie viel das man sieht. Sie sagt, es reicht. Es reicht für mich, den Gelb rauszudrücken. Aber nein, der geht schon raus. Okay, ich spiele Fina, ja, finde ich gut. Fina! Die andere Option war mit dem Roten. Das Spielen mit dem Roten auf den Gelb, aber sie hat entschieden, dass man genug viel sieht von dem Gelben, dass er
dass man ihn rausbringen kann, auch wenn er den Rot ein bisschen mitnimmt, hin und verschiebt. Aber wahnsinnig, Jesus, ja. Gut. Scharf. Ja, und für Binja wird es langsam schwierig, um noch einen Zweier zu kreieren. Ja. Sind wir nach Schott? Nein. Okay, und was ist, wenn wir das so machen? So? Ja. Ja, der Tap ist ein extrem schwieriger Stein, jetzt auch gerade in dieser Situation, da muss man fast Heck spielen, ja. Um da ein etwas bewegen bei der Roten. Aber bei diesem Spielstand müssen sie etwas versuchen. Und der Vierfuß ist ja immer noch offen für Binja. Da sieht man, bei der Standardsituation ist das Kippen im Prinzip entscheidend. Fast alles allein, weil alle anderen drei das auch etwas so wieder spielen. Und dann gibt es wirklich die Situationen, wo man. Wo können ein Match entscheiden. Und dann ist das Kipp froh, wenn er die Unterstützung und die Idee oder die Zustimmung von seinen Spielern überkommt. Wenn alle drei dann sagen, ja, finden wir gut, dann ist es anders zu spielen, als wenn das Kipp das Gefühl hat, ich glaube, das ist, ich befehle etwas, die, oder ja, ich würde jetzt etwas wählen, was die anderen nicht toll finden. Und das machen sie wunderschön, finde ich. Carol ist zwar nicht Vize-Skip, sie spielt aber drei Steine. Ja, ist gut für mich. Und ist so tief im Spiel drin. Ich glaube, der Rot beißt auch noch. Ja, der ist einer. Wird aber wahrscheinlich nicht mehr relevant sein. Er tut noch den Druck erhöhen. Anbleiben! Achtung! Ja! Wo, wo, dann! Wo! Wo! Super! Da geht es darum, nicht zu brechen und ein bisschen an einem guten Ort zu sein. Gut. Gut gewusst. So, ja, und Binja jetzt mit der Chance auf den Come-Around. Doch noch ein Zweierhaus zu machen. Ja. Ja. Sie wählt jetzt hierher zu spielen. Eine zweite Variante wäre auch noch hier ein Freis, aber der hat weniger Platz für Gutes, die weniger wäre. Ja, plus kann man den Roten vorne nachher anspielen. Ja, das ist, da hat sie sicher ein bisschen mehr. Spannmütig auf die Wischer, weil also er genau. Nicht auf 3 cm genau war, sondern hat doch vielleicht einen Steinbrett. Ja, das sieht man jetzt auch, wie wichtig das Dolino war, dass er aus der Nase kommt. Ja. Dann hat nämlich Binja einiges mehr Druck gehabt, oder jetzt sogar müssen den Hit and Roll spielen. Ja. Und jetzt hat sie die Chance. Ein paar scharf nebendurch, was das kann ausmachen kann. Wenn man eben so solche Steine entscheidet, das Kippen zu Ende oben. Die eine oder andere Seite. Hinter acht. Putzen. Hinter acht. Wechseln. Hinter 4. Putzen. 13. Ist ein bisschen schnell angesagt. Innen 8 haben die Wischer angesagt. Kommt von selber. Aber bleibt Schott und schöne Stein für die Binja. Ja, da ist sie schon wahnsinnig zuverlässig. Also das ist hervorragend, wie sie die Längen einfach spielen kann und auch unter Druck. Und Alina hat gerade angezeigt, dass sie genau den gleichen Stein möchte spielen. Hilein. Ja, ich glaube 80-85 glaube ich, ist gut. Hinter der Ziel, auf der Ziel kommt jetzt von der Alina, dann wird Langenthal wieder gezwungen, einen zu schreiben. Also wenn sie genau kann auf den so platzieren, dass er verklemmt mit dem hinteren Gelben. Und man den nicht mehr rausnehmen kann, dann wird Langenthal müssen einen schreiben. Gut, lieber einen schreiben als noch stehen, aber sie kommt dann nicht richtig vorwärts. Langenthal ist fast gezwungen, mehr als einen zu schreiben, für in diesem Match ein bisschen aufzuholen. Gut, jetzt haben wir einen ähnlichen Stein, wie vorhin Italina musste spielen, wo jetzt Binja spielen muss.
Er ist ein bisschen gemeiner, ja, glaub, zwar noch. Er ist noch ein bisschen gemeiner. Ich weiss nicht, ob es lange für zwei zu machen. Das ist ganz eng. Durch das, dass die Rot nicht schön gerade brechen kann, oder sogar auf der rechten Seite, weil er ist noch ein bisschen verklemmt mit der Guard vorne. Ich habe das Gefühl, es ist eng. Aber die Gefahr ist, möglich, da, ja. Ja, Gefahr ist da, dass man eben den Gelb dann noch ein bisschen verletzt und noch ein bisschen schlechter schiebt als die anderen zwei. Jetzt hat sie wieder so einen Stein, wo sie wieder so eine halbe Länge. Ja, er ist jetzt ganz ein wichtiger Stein, um im Spiel bleiben, ja, für Langenthal. Er wird relativ lang auf der einen Seite von der Mittellinie laufen und ich habe das Gefühl, wenn er dann mal über die Mittellinie kommt, dann gehört er dann viel. Da ist es schon, das ist schon... Appell an Fizes gibt, dass die genau den Moment sieht, wenn das ein Vater gehört. Gut! Der dünkt mich Baglein. Noch weit draussen. Oh, Baglein! Ich habe das Gefühl, er ist noch weit draussen. Oh, Butze! Baglein! Jetzt kommt er über die Mitte und dann ist er plötzlich zu spät. Ja. Ja, perfekter Stein von der Binja. Also, man kann ihn nicht besser spielen. Unglaublich schön. Hat sie ihre ganze Routine ausgespielt. Ja, ja. Und jetzt haben sie also, die Spielerinnen haben es da so ausgepackt, was es heisst. Ja. Exakte Sachen und exakt zwischen. Und exakt anzeigen, müssen wir mal schauen. Sie muss ihn möglichst knapp vorbeinehmen, aber der Nerv auch zu haben, das wirklich zu machen. Er ist ganz scharf nebendurch, das hat sie super gesehen, Steffi, muss sagen, das ist Hammer. Da braucht es eben ein Vierergespann, wo miteinander reden kann, miteinander kann die Steine bis hinten zusammen begleiten. Ja, bei den Herren wieder ein Rechtspuff im Haus. Janik wird jetzt sicher... Für Janik ist es sicher wichtig, dass er gerade zwei wieder umgehen kann. Sein letzter vorher hat, so wie ich es gesehen habe, die Reaktion Dreck verwünscht. Das war natürlich ärgerlich. Gewesen. Ja. Da hier hat, ja, der Rot ist der zweitbeste. Wenn man so würde, das Ende aufhören, wäre das der Genf Vergleich. Aber mit uns erlebt ein bisschen gefährlich, da der eine Rot in diesen Gelben. Er wird wahrscheinlich probieren, die Situation zu versichern, irgendwie, dass man den Rot hier nicht rausbringt und kann auf 3 oder 4 kommen. Du gehst schnell einfrieren hier. Hast du gut verstanden? Also, dieser hier Weg denke ich mir noch gefährlich, wenn der Gelb das hier macht. Kann er ja, aber sie werden jetzt versuchen. Tut er sie rot weiter, sie rot reindrücken? Genau, ja. So. Und der auf den Gelb. So überstossen. Den Gelb rausnehmen. Den rote ein bisschen treffen. Und nicht nur drücken zum Versichern. Genau, und das ist jetzt auch das, was sie versuchen. Okay. Der hat ein bisschen falsch getroffen, aber irgendwie, eigentlich noch gut zahlt. Ja, ich bin nicht nachgekommen, warum er der hat zu wenig geörlert. Der hat, genau, er hat zuerst den Gelb getroffen. Jetzt hat er zuerst noch verwünscht und hat da ein bisschen... Ja, Binja hat versucht, Doppelguard zu spielen, finde ich sicher... gut in dieser Spielsituation. Sie muss versuchen, auch auf einen zu zwingen. Oder vielleicht sogar in eine Situation kommen, die sie stellen kann. Und für Aarau wird es sicher wichtig sein, dass sie den 3-Punkte-Vorsprung wieder herstellen können mit einem Zweierhaus. Oder das Nullerrennen würde sie sicher auch nehmen. Also, wenn es geht, ziehen, der vorne 4, wie gehört, vorne 4 heisst, ich bin zwar im blauen Kreis, aber vor der P-Line. Das ist jetzt super. Ja, perfekter Stein von der Melanie. Ja. Und ich bin ja, muss jetzt den anfreisen. 14,5. Ja, ist gut. Aura wird nachher sicherlich probieren, die beiden gelben wegzunehmen. Sie sind relativ gut vom Winkel, dass man sogar beide gerade fein wegnehmen kann. Ja, genau.
Gegnersteine abspielen, darf man erst mit dem sechsten Stein sozusagen. Also wenn fünf Steine gespielt sind, mit dem sechsten darf ich dann anfangen, Gegnersteine aus dem Spiel rauszuschlagen. Hilein! Ja, und cool, Esther. Eben fünf, erst nach fünf Steinen. Vorne vier! Bremst noch ein bisschen. Vorne vier! Vorab! Kommt von selber! Gut gesehen. Ja. Das war wunderbar gespielt von Steffi. Ja. Sie tut im Prinzip den zweiten Rot entschärfen, indem sie einfach den zweiten schlägt. Langenthal geht davon aus, dass Aro jetzt die Steine spielt. Hat mal vorgesagt, wird probieren wahrscheinlich irgendeine Art Guard wieder zurück herzustellen. Fest! Schön! Ja, und Esther mit ihrer Take-Out-Stärke hat das souverän gelöst. Sehr ein guter Auftritt bis jetzt von Esther, finde ich. Und ja, Langenthal, die andere Option wäre jetzt noch Guard. Genau, sie sagen sich aber, es ist vielleicht auch noch etwas zu früh, um gerade alles zu riskieren jetzt. Ja, ja. Wobei, der Friss lösen oder zu lösen ist nicht einfach. Auch vom Winkel her läuft er eigentlich immer auf der anderen Rot über. Ist ein bisschen ein Sicherheitscall sicher, jetzt von Langenthal. Ich glaube, sie einfach schauen, dass jetzt genau. Aro nicht sofort wieder auf 2 kommt, für dass es dann wieder 6 wird. Jetzt sind sie mal probieren zu verunmöglichen, dass sie so ein bisschen einfach auf 2 kommen. Fine! Genau, Silvana wird jetzt versuchen, hinten dran zu rollen, hinter die beiden Steine da im Haus. Jetzt spielt sie und Binja ist dann echt gezwungen, um den gelben anspielen mit dem Takeout nachher. Also das Nullrennen ist sicher weiterhin möglich, so wie es im Moment liegt. Genau, ja. Sie spielt jetzt wieder von innen. Und es ist manchmal die Frage, wie der Spieler es besser gespürt oder wo man das Eis besser kennt, weil der Winkel muss genau sein. Zu wenig kommen. Ist auch komisch, es ist Tani! Ja. Und irgendwann ist, wenn wir hier immer Steine austauschen, sind wir plötzlich auf der gleichen Höhe wie Geld. Es gibt dann plötzlich neue Situationen, die möglich sind. Wir sind jetzt erst 2 Steine weiter hinten gewesen. Jetzt klettern wir hier wieder vorne. Eins von beiden Teams hat dann plötzlich gesehen, dass man vielleicht sogar Double Takeout spielen kann. Auf eine Art. Schön! Immer noch nicht. Bord! Bis aufs Dolly rollen! Sie macht noch einmal den Hittenroll, genau. Ihr seht hinten, oben auf der anderen Seite, eine Uhr mit 2 Zahlen. Eine rote Zahl und eine gelbe Zahl. Und hier sieht man es oben recht. Im Moment tickt die rote Uhr. Jedes Team hat 38 Minuten zur Verfügung, für ihr Spiel durchzuspielen. Wenn das so unter Null wird, wenn das Spiel aufgebraucht wäre, eine Zeit, dann würde man den Match verlieren. Ja, super Stein von der Silvana. Sehr schön, sehr schön. Und es gab der Doppel-Take-Out ist nicht möglich, dass er aus beiden Roten rausgeht. Aber Binja wird jetzt gezwungen sein, trotzdem auf der Gelbe zu spielen. Ja. Es wird sehr wichtig sein, dass nachher die Winkel gut liegen, damit Talina nachher einen schwierigen Stein hat, um die beiden Gelben wegzunehmen. Ja, er hat also nicht mehr dürfen rollen, sonst wäre er mit der Zahn gewesen. Ja, es gab nicht viel besser. Und auf dieser Seite auch nicht. Vielleicht ein Elfi noch. Ja, gut. Die anderen müssen da schon weg. Also das Ziel ist sicher, einer von den Roten geht raus. Und dass sie dann mit 2 Gelben liegt, sodass man sie nicht gerade beide miteinander nehmen kann. Also jetzt muss ein Roter gehen. Und beide Gelben müssen ausbleiben. Und möglichst gerne so, dass man sie nicht auf das Mal rausnehmen kann.
Treffen allein lenkt. Auf dem Niveau nicht. Man muss ihn am richtigen Ort treffen. Shooter. Gut. Gut so. Ja, leider zu viel gegirlt. Und Silvana jetzt mit einem einfachen Doppeltake hat, wo ja, also ich glaube, sie sind gerade eh oben durch. Genau, Alina sagt, also der Gelbe wird der Rot wahrscheinlich gar nicht berühren und oben durchgehen. Und so hat jetzt auch eigentlich wieder die Chance mit zwei Licken. Ja, also sie kann im Prinzip jetzt einfach gerade auf den ersten. Und dann zwickt der zweite im Winkel und noch weg. Es ist möglich, dass der Rot auch noch berührt wird, aber ich glaube, das wäre nicht. Solid, aber schade, aber ich bin nicht sicher, kommt sie durch ohne. Solid? Sogar, ja. Ich denke, mir war wenig Eis, muss ich ehrlich sagen. Das heisst, der steht wird ja, fast dort ankommen, wo sie das zeigt uns, dass sie einen schnellen Stein wird spielen, weil der Stein wird fast dort ankommen, genau, wo sie den Besen hat. Sie abstoßen und geht ihm noch eins. Gar nicht so schnell. Ja. Ja. Kontrolliert. Ziehen! Wow. Ziehen! Wow! Wow! Ich habe das Gefühl, wir müssen ganz genau herankommen. Ja, super. Ja, perfekt. Stein von der Silvana. Ja. Es ist nicht einfach Zeit, um den Doppel zu machen und noch liegen bleiben. Also, sie musste recht voll treffen. Aber super gelöst. Sehr schön. Er ist wirklich genau dort, wo der Besen vorher war. Ja, es ist etwas schwierig für Langenthal, das Spiel so zu kehren, wie es für sie passt. Ja, ich habe das Gefühl, Aro ist so ein bisschen wie ging am Drücken, eigentlich mehr befehlen. Ja, es ist natürlich schade, jetzt haben sie vorhin sich der Zweier wirklich erkämpft im vierten Ende und jetzt kommen sie gerade vermutlich wieder zwei zurück, über so wie es sieht. Ja. Und das ist natürlich bitter. Aber wir haben ja vorhin gesehen, das Spiel kehren, aber hier kann es nicht so viel kehren, weil es keine Garde rum hat. Sobald es Garde rum hat, kann ein nicht ganz guten oder ein super Stein eben das Ende noch kehren. Aber wenn vorne keine Garde rum ist, dann sind wir fest kontrolliert. Genau. Binja wird jetzt einfach versuchen, da noch mit das Nullerend rauszukommen. Und ich hoffe, dass sie jetzt einen Doppeltake hat mit ihrem zweiten. Dass sie die beiden Roten entfernen Nein, also ist gut. Ja. Sogar ein kleiner ist auch noch besser. Gut. Sie haben gesagt, sie wollen den Gelb treffen, genau Nose, Nase, wie man sagt. Für dass der Winkel schwierig ist für einen Doppeltake. Genau! Komm, Meli! Fest! Oh, das wäre jetzt nicht der schwierigste gewesen. Ja, Feldstein von der Alina. Ja. Rausgerollt und. Ja, bin ja. Ich kann es ein bisschen ausstufen. Und jetzt mit einem blauen Auto. Genau. Ja. Jetzt werden sie den einen rausspielen und Aro wird dann eigentlich probieren, auf Null zu gehen. Und im nächsten Ende noch einmal die Möglichkeit zu suchen, für mehr als einen zu schreiben. Probieren wir gleich nach. Ist gut, ja. So wie ich. Ja. Aha. Ich bin nicht sicher, ob Bernd Zöringer jetzt im vierten Ende einen oder zwei geschrieben hat. Geschrieben haben sie sicher, wenn sie anfangen. Aber wir sehen nicht gerade zwei. Also unentschieden nach vier Enden, aber der Hämmer hat gehört, also jetzt gekämpft wird. Das ist der fünfte Ende. Das Spiel ist ein bisschen. Hinten drin ist auch extrem offensiv geführt, darum auch ein bisschen lang. Neun ist gut gewesen. Gehen wir noch einmal auf die Zeit. Sinking Time heisst die. Früher hat man eine Gesamtzeit vergeben für ein Team, das sie zur Verfügung haben. Und heute tut man eigentlich nur Zeit am Team abziehen, solange sie diskutieren, führen gehen und bis er abgespielt ist. Und dann tut die Zeit mal stoppen. Wir wollen nicht die Teams strafen, die langsame Steine spielen, sondern wir wollen eigentlich nur Zeit messen, wo die Teams diskutieren und abspielen, damit es ein bisschen vorwärts geht. Fest! Fest!
Ja, gerade noch gelangt. Ja. Also. Und das Nuller End. Ja, ich glaube, so wie das End jetzt gelaufen ist, sind wahrscheinlich beide Teams zufrieden mit dem Nuller. Ja, ich glaube fast, ja. Ja. Top, finde ich auch gut. Ja. Ja, es hat prominent dazu, was geht in der Kommentatorenkabine. Der Andi Schwaller ist dazu gestossen. Hoi Andi. Hoi Claudia, wobei der einzige Prominent bist du. Aber danke für die warme Begrüßung. Spannende Matchmomente bis jetzt, he? Sehr ausgeglichen. Ja, extrem. Und es hat jetzt auch schon häufig, also bei den Frauen vor allem, während dem Moment gekehrt. Hat zuerst gut ausgesehen, ja, für das eine Team. Und dann ist ein Feldstein gekommen und es hat gerade gekehrt. Genau. Bei den Herren, glaube ich, extrem viel Stein immer im Spiel, wie man es kennt. Extrem aggressiv, ja, absolut. Im dritten Ende war es ein bisschen überraschend, die Steal of 2, eigentlich gut gespielt. Aber dann hat die Richtung nicht ganz gestimmt, mhm, gerne für zwei gestohlen. Es war ganz wichtig, dass er zwei Retour geben konnte. Und so fällt doch das Spiel fast wieder bei Noah. Man sieht auch die Intensität der Jungs. Man sieht, es geht um sehr viel. Nicht nur um den Titel, es geht um die WM und logischerweise wird beide unbedingt auf das Kanada gehen. Und egal wer gewinnt, werden wir auch sehr starke Vertreter haben. Also von dem her bin ich natürlich das glaub sehr ich auch, glücklich. Ja. Lage. Auf jeden Fall. Das gleiche bei den Frauen auch. Ja, morgen in Bern einen sehr starken Auftritt gehabt, also kaum einen Fehlsteig gehabt. Also ja, ich habe auch gedacht, wenn sie das Spiel noch mal anprüfen können, ja, wir gewinnen es wieder. Ein super Doppel-Take von Pete. Und Kempf ist jetzt auf Zweierkurs im 15. Ende. Ja, das Ziel von Janik ist natürlich ein Force. Das gerne fein mal schreiben. So kurz vor der Pause 5-4 Rückstand mit Hammer wäre die Welt völlig in Ordnung. Wenn Genf 10 macht, musst du wieder 2 Retour geben, 6. Der Druck nimmt einfach zu. Aber er hat noch eine schöne Center Guard. Und vielleicht kommt jetzt der Roll hinter Guard, mhm, oder vielleicht ganz über auf den Second. Voilà, sehr schön. Perfekter Stein. Super Hit und Roll von Michi. Der hat mir auch schon heute Morgen sehr gut gefallen, der Michi. Ja, also, super Match. Genial gespielt. Super Match. Und mit diesem Stein ist der Zweier eigentlich schon weg. Und der Pete geht jetzt auf einen Snowrand. Wird versuchen, da beide wegzunehmen. Und dann wird am Schluss auch Snow stehen im 5. End. Super Niveau. Wie siehst du das, wenn wir in die zweite Hälfte schauen, mit dem Nervenkostüm, vor allem von den Berner, wenn sie das durchziehen bis zum Schluss, also die Coolness, sagen, die Abklärtheit. Du kennst ja den Ben, der kennt keine Nerven, wie ja, mache ich mir da null Sorgen. Aber ich finde, das Team von Janik hat das Jahr extreme Fortschritte gemacht. Sie haben
auch zwei World Cup können spielen, viele so wichtige Spiele gehabt. Also ich mache mir eigentlich auch bei ihm keine Sorgen, dass da am Schluss Nerven sollten versagen, sondern ja, wahrscheinlich wird es ein paar Zentimeter entscheidend. Perfekte Roll, der Winkel, der für sein Team besser liegt als für das andere. Also, fünf lieber auf Schiessen. Was mich auch ganz fasziniert, ist der Umgang von diesen zwei Teams untereinander. Es geht ihm sehr viel, aber man sieht, es ist super fair, man lacht miteinander. Gut, man trifft sich auch gleich wieder. Man hat schon x-mal gegeneinander gespielt und wird auch noch. Ja, man trainiert ja jedes Mal nebeneinander das Spiel. Ja, das Frauenspiel ist jetzt auch wieder aufgenommen worden im 16. End. Sicher schade gewesen, aus Sicht von Aarau, dass das Zweierhaus nicht haben, oder das vermeintlich einfache Zweierhaus nicht können machen. Ja, ich denke, Nuller ist die beste Second Option gewesen. Auf jeden Fall, ja. Sie jetzt versuchen, zwei zu machen. Wir sehen, dass da der erste Stein von Langenthal zu viel Görlet, oder zu wenig Görlet, das nicht genau gesehen, auf fast wie vorne geht. Und Aarau hat darum umgespielt. Also etwa 2 Meter länger. Ja, ist gut. Ja, da sieht man jetzt auch, wie wichtig das Platzieren ist von der Steifen Nummer 1. Da kann man schon extrem viel Druck ausüben. Mit ihm bis 2! Das gegnerische Team. Mit ihm bis 2! Kannst du länger raus? Absolut. Und so, das Team, also die Sion der Frontend, die neu in diesem Team ist, der Rissenschef, vorrangig Essen gespielt. Riesen Fortschritt gemacht in dieser Saison, super viel trainiert, hat sicher auch Geld geholfen, technisch, die vielen Trainings. Und da sieht man das Resultat, was innerhalb von einem Jahr möglich ist. Und ich hoffe, die Entwicklung geht so weiter, dann werden sie im nächsten Jahr noch stärker sein. Meinst du, werden sie nächstes Jahr mal auf Kanada gehen? Weißt du nicht, ob das geplant ist? Ja, das ist eigentlich schon geplant. Sie hatten schon dieses Jahr, als sie es ja gesehen haben. Sie ist glaube nur einmal oder zweimal gewesen. Das ist natürlich auch immer ein finanzielles Problem. Und so in der ersten Saison geht es so ein bisschen um Finden. Da kann schon sehr gut daheim trainieren. Aber bei ihnen liegt es nicht am Willen. Es ist eher am Geldproblem, wie es bei vielen Girlen ist. Vielleicht noch ein Wort dazu, wie man sich für die WM qualifizieren kann. Also neben dem Schweizer Meistertitel braucht es ja noch Punkte. Genau, es braucht mal so eine Auflage von 150 Punkten. Die kann man auf der Tour holen. Die holt man über Turnier, logischerweise. Und wenn vier Damen-Teams, die die Limite erfüllt haben, Aarau hat die Limite fast verdreifacht. Aber es gibt halt den Teams ein bisschen Druck. Und wir wollen natürlich ein Team, das auch kompetitiv an der WM kann sein. Das haben wir aber hier mit all den vier Finalisten, die absolut sind. Und die Punktlimite haben auch alle vier, die jetzt hier auf dem Eis stehen, erreicht. Ja. Und wir stellen uns immer die Frage, wie hoch die Limite sein sollen. Sie sollen hoch sein, aber erreichbar sein. Und wenn man viel investiert, wie man jetzt sieht bei diesen Teams, wird sich die Limite noch verändern Richtung Olympische Spiele jetzt? Also steigt die Hürde, sage ich jetzt einmal? Wir führen gerade die Diskussion, dass wir es ein bisschen noch erhöhen. Vielleicht von 150 auf 200 hoch, beispielsweise. Wenn man aber die Rangliste anschaut, oder das Team Langenthal hat am wenigsten Punkte und kommt jetzt nach dieser Woche wahrscheinlich etwa auf 180. Also sind sehr noch. Und die anderen Teams haben über 200 oder schon über 300. Und im Mannenspiel hat es ein Nullerrennen gegeben. 4-4 nach 5 Enden. Und Genf hat im 16. den letzten Stein. Und wie geht es dir so nach einem Jahr nach Pyeongchang? Und die letzten Steine? Ja, sehr gut. Jetzt, ehrlich gesagt, ich verstehe jetzt all die Leute, die immer vergibbelt sind auf der Tribüne beim Zuschauen. Es geht mir nämlich genau gleich in dem Moment. Also ich bin natürlich immer noch mitfiebern mit den Jungs und natürlich jetzt auch mit der Schwester, ist ganz klar. Also du hilfst nicht lange da und in dem Moment nicht, nein. Also überraschend. Aber vermisst du den Görlingsport? Ich vermisse es schon, vor allem auch das Zusammensein, der Teamspirit, der Wettkampf, das fehlt schon ein bisschen. Das Training nehme ich auch nicht. Nein, es gibt auch... Die andere Seite von der Medaille, wie du weißt. Flugreisen, Hotelübernachtungen, warten am Flughafen.
genau. Früher ausscheiden und auch das, ja, was dazu gehört. Alina, Alina! Du bist ja, sag jetzt einmal, einer der besten Wischer gesehen, den wir jemals hatten. Wie beurteilst du das heute? Man sieht immer, dass One-Sweeper wischt, so wie jetzt auch Dalina. Wie gross ist der Effekt? Ja, also der Effekt ist sicher extrem gross. Vor allem, sage ich jetzt, bei den Herren, weil wir halt einfach athletischer und vor allem auch schwerer sind vom Gewicht her. Aber auch bei den Frauen, man sieht es, also bei den Langenthalerinnen ist Garol immer am Stein, weil sie einfach super Technik hat, finde ich. Und man sieht auch, wie sie richtig den Körper einsetzt und auf der Wasser liegt. Und ich sage jetzt, das kann wirklich den Unterschied machen, so einen Millimeter an der Garde vorbei oder einen Millimeter anhängen. Und Esther extrem stark, ja. Und man sieht auch die Entwicklung in den letzten, ja, sag jetzt 10 Jahren ist so athletisch geworden. Also wenn du die Frontend-Spieler anschaust auf der Girling-Tour, die sind alle durchtrainiert. Und das ist nicht wie ich früher. Das wollte ich nicht sagen. Ja, du bist so übergekommen. Wir sollten mal schauen, dass es so liegt. Es war einiges um, ein schöner Stein von der Garol. Also die Friesen spielen sehr gut, Langenthalerinnen, finde ich, heute in diesem Spiel. Stefanie und Garol. Und ja, die Corner Guard, die es Nummer 1 am Anfang gespielt hat, ist jetzt gleich wieder im Weg für Aarau. Genau, und sie werden jetzt wahrscheinlich versuchen, den zwischen den Roten durchzutappen oder rauszuschiessen und über zu rollen. Ja, es ist aus Sicht lange da, ist es ein heikles Ende oder sechstes Ende. Ja, vor allem liegen jetzt vielleicht schon 4 Rote, genau. Und es bahnt sich so etwas an. Es ist immer so Kunst, wie viel Risiko nimmst. Du musst Risiko nehmen, sonst holst du nicht auf, aber du willst ja nicht den Match verlieren. Der Nase ist nicht gut. Was meinst du, Meli? Ja, sie sind... Würdest du ihn tappen? Der Geile zwischen die Lücken durch? Ja. Mich stört einfach der Moment mehr als der eine. Ich sehe eigentlich fast keinen anderen. Absolut, ja. Aber... Also, was theoretisch auch nicht möglich wäre, wäre die Garde wegnehmen. Ja. Finde ich auch nicht. Ich finde es nicht so schlimm, wenn der reinkommt, weil ich sehe gerade nicht, was ich da an Doppel. Der Doppeldecker mit der Gelben ist nachher eigentlich eingestellt. Also macht es etwas, wenn sie nachher freist. Nur wird Binja nachher einen roten wegnehmen und es liegen dann plötzlich 3 Gelbe im Haus. Ich finde Fini fahr gut. Okay, so. Ja. Das Team von Silvana ist im Moment ohne Coach unterwegs. Haben sie dich noch nicht angefragt? Nein, ich glaube, Alina möchte mich nicht als Coach engagieren. Es lenkt das Bild. Ja, genau. Ja, ich denke, Aarau wird sicher verhindern, dass sie am Schluss gegen 2 oder 3 legen oder etwas machen. Und ich glaube, das ist jetzt der richtige Call, dass sie den Gelbi rausnehmen. Ja, super. Und vor allem noch der Rot hinten gelöst. Also, stark gespielt, ja. Und bin ja, wie du gesagt hast, muss langsam aufpassen. Da liegen schon 4 Rote. Ja, es ist wichtig, dass man einen geht und dass vor allem der eigene kann spalten. Finde ich gut. Ja. Zusammen. Ja, optimal. Gut. Wie beurteilst du das Team so ohne Coach? Aarau hat im Moment kein Teamcoach und deine Ex-Kollegen, dein Ex-Team. Ja? Peter hat auch keinen Coach. Braucht man das nicht so während der Woche? Ja, finde ich gut. Ja, ich glaube, die beiden Teams wissen schon, was es braucht, um parat zu sein für das Spiel und auch für das Finale, glaube ich. Aber es gibt halt Momente, vielleicht gerade wie heute Morgen nach dieser Kanter-Niederlage, sag jetzt mal, wo Genf hatte gegen Bern. Es sind natürlich schwierige Momente, vor allem wenn man vorher alles relativ locker gewonnen hat. Ich glaube, die sind gar nicht über 10 gegangen, ihr Spiel bis jetzt.
Das sind sicher Momente, wo Coach gut wäre. Ja, ich glaube auch nicht, dass diesen Teams muss sagen, was sie taktisch spielen sollen, sondern es ist mehr Verhaltensthemen, aufmuntern, ermutigen. Genau. Vorauslösen. Genau. Ja. Nicht ein Doppel, ein Doppel gab es nicht. 10,5 oder wie schnell willst du? Ja, so wie vorher. Ja, und die Soft-Factors sind immer wichtiger geworden im Curling. Also Körperhaltung, was strahlt man aus, was zeigt man dem Gegner oder tut man den Frust dem Gegner zeigen oder nicht. Und genau, und das ist sicher auch einfach für einen Coach, weder dass du unter Teamkollegen so diese Themen musst ansprechen. Ja, legen wir den mit zwei. Mit einem. So. Das ist Diskussion, auf was ich spiele. Ich tendiere auf den Vorder zu spielen. Okay. Gut. Ja, auf jeden Fall, das ist der viel gefährlicher Stein. Also, was für Pinja jetzt natürlich suboptimal ist, ist, wenn jetzt der nasse kommt, dann kann sie eigentlich gar nicht abspielen, weil sie nachher nur der dritte oder vierte Shot ist. Also, ja. Dann wird es gefährlich. Ich kann vielleicht dann auf der Seite. Ja, perfekt gelöst von der Silvana. Und wie man jetzt gesehen hat, kann Pinja den eigentlich nicht abspielen, weil nachher liegt Arau plötzlich mit zwei. Ja, die Silvana hat schon heute Morgen sehr stark gespielt. Gut, Silvana. Genau. Eine super EM gehabt. Also, ich habe das Gefühl, sie ist sehr wohl auf dieser Position und die zwei ergänzen sich super. Mhm. Hast du das Gefühl, das hat sich langsam eingespielt? Ich glaube schon. Ich sage, da ist so Kopf und Bauch aufeinander trifft. Und ich glaube, die zwei haben verstanden, wer wen entscheidet. Wie schnell? Aus meiner Sicht harmoniert das hervorragend. Und man sieht auch immer die Freude, die sie haben im Spiel. Also, ich glaube, der beste Beweis bei der Bini auch. Ja, ist gut. Er hat sicher einen Keyshot von der Binja, um im Spiel zu bleiben. Der muss unbedingt Second werden. Ja, da ist wirklich eine Langstufe. Vielleicht noch ein Wort zu den Luzernerinnen. Was sagst du zu denen? Oder ich bin gefragt worden, was die Überraschung war in dieser Woche. Da ist sofort Luzern gekommen. Ich habe kurz mit Janne Streit noch gesprochen, jetzt im Anschluss. Und ich habe sie gesehen, dass du mir ein Jahr der Trials-Match machen und dann die Woche wieder. Und völlig begeistert, wie er das gemacht hat. Super Taktik, offensiv, mutig und schnell entscheiden. Ähnlich wie Alina. Und super Länge. Also. Und das ist natürlich auch ideal für uns, oder? Wenn der Nachwuchs jetzt schon bei den Eliten mithält. Das ist genau für das, was wir eigentlich einschaffen. Schön. Es ist sicher auch gut zu sehen für die, dass es möglich ist, sogar in ein Finale zu kommen. Also ich meine, sie sind nicht weit davon entfernt. Also es hat ganz, ganz wenig gefehlt. Schlussendlich wegen dem LSC eigentlich ausgeschieden. Ja. Also. Ja, am Schluss hat jetzt ein Punkt gefehlt. Ja, das stimmt. Ja. Aro heute Morgen gewonnen. Man hat hier den Stein gesehen von der Bini, der super gut gekommen ist, extrem wichtig. Wenn ich 10,5 Punkte. Ich glaube, jetzt hat sie der Rola gesagt, oder, dass sie hinter dran will. Ja. Okay. Nein, und es ist natürlich nicht nur Diana, die gut gespielt, sondern auch die drei wirklichen Juniorinnen noch. Und ihr Highlight kommt erst noch, nämlich die Junioren-SM mit dem grossen Ziel, dass sie dort spielen. Ja, was man auch muss sagen, die haben ja noch gar nicht zusammen gespielt. Also mal ein Turnier gehabt zusammen gespielt, aber sonst nicht. Also. Schön, sehr schön. Ja, perfekter Hit'n'Roll von der Alina. Und vielleicht war das auch ihr Vorteil von diesem jungen Team von Luzern. Wenig Erwartungen, mit viel Freude. Ich glaube, die sind sehr unbeschwert antreten. Ja, auf jeden Fall. Und dann gewinnen wir und gewinnen und gewinnen nochmal. Mhm. Ja. Ja. Und das ist jetzt eher. Das ist die gleiche Linie fast. Und jetzt kommt der Fries. Ich habe recht viel gewusst an dem. Aber ja. Wenn der Fries kommt, ist es. Nein, nicht in dem Sinne. Aber vermutlich gestohlen, ja. Aber er muss kommen. Super, wenn man dann wirklich fast Skyline könnte, oder? Auf keinen Fall am Vorder ankommen. Man sieht auch die Eisqualität oder wie viel Eis was sie gibt. Also das gehört hervorragend die ganze Woche schon. Ja, ist gut. Ja, 13.8 ist die Highline. 13.8 ist ein bisschen weniger oder langsamer als unter der Woche, glaube ich. Also ist minim langsamer. Unter der Woche war es 14,5 gewesen, ja, genau. So und da so. Ja.
mit was hat das zu tun? Mit der Aufbereitung vom Eis hat das zu tun. Der Mike und der René machen sich extrem viel Gedanken jedes Mal, wie bringt man sie hin. Was man jetzt auch noch mal beachten, es wird nur noch auf die Zwenerik gespielt. Ein bisschen Einfluss, dass es rings nicht gespielt. Ja, und Görlitz jetzt schon viel, also ich glaube, das ist kurz. Die Frage ist jetzt, ob Dalina sogar die Chance hat, um den Gelbi für 3 oder 4 abzuspielen. Ja, für 3 wäre es. Ist das für 3? Ja, der ist besser als der Vorder sicher, links. Die Frage ist er besser als der Hinter? Die Frage ist, ja, tut man bei diesem Spielstand kann man einfach für 2 legen, ist man 3 voraus. Ja. Muss man es unbedingt riskieren, aber... Also 2 machen wäre ja super, genau. Du hast 6-3 vor. Wir können probieren. Ich glaube, Sie haben jetzt den Tyler noch gesehen, oder? Tapback, ja. Wollen wir mal reinlassen, was Sie sagen? Es ist einfach nur für 3. Und zwar haben wir sicher 2. Es ist ja nicht für 4, oder? Also. Es ist einfach lecker, findest du nicht gut? Ich meine, wir sind 3 vor uns. Einfach einer lecker? Ja. Weil ich finde, das da, das ist so schwierig. So schwierig. Also, okay. Also entweder würde ich den machen oder legen. Also dann legen wir rein. Finde ich gut. Genau, finde ich vernünftig. Vernünftige Call, ja. Also der Teiler, den sie mal am Anfang angezeigt haben, das denke ich mir auch extrem schwierig und unverhältnismäßig jetzt für die Situation. Ja, absolut. Das kann ich richtig sehen, der ist der Vordergelb besser als der hinterste Rot wahrscheinlich. Ist das gut? Sonst könnte man auch den links abschießen. Mhm. Silvana, ich glaube, es ist Minimum. Das ist Minimum, glaube ich auch, wenn man vorher gesehen hat, dass es Binja Eis gegeben hat. Wichtiger Stein. Linie ist super, he? Lauf mega grad. Ich kann voll gehen. Ja, Linie! Fest! Ja, der gehört schon viel. Aber der lange für Linie. Linie ist gut. Frau für die Länge. Gut, gehört aber sehr viel. Fest! Ist der zu kurz? Der ist zu kurz. Ein Rot. Wow. Beide skippen mit Längenfehler. Ich weiss nicht, ob sich sein verändert hat. Ein bisschen anzogen, ja. Ist möglich. Kann sein. Ja, jetzt hier 6-3 für Jürgen wäre gegangen. Wär's. Das war schon fast eine kleine Vorentscheidung, ja, gewesen, glaube ich. Wie wird jetzt Aarau versuchen, im 7. End vorzugehen? Also, wenn wir jetzt offensiv, defensiv... Ich nehme an, sie wird anfangen mit vorne 4. Binja wird den Corner spielen und dann kommt eine kurze Guard. Vorne 4! Wir wissen ja bei der Five-Rock-Rule, das kannst du nicht verteidigen. Mhm. Über so lange Zeit. Ja, meine Erfahrung oder unsere Erfahrung war immer, dass offensiv die beste Verteidigung in der Five-Rock-Rule. Also ja, vor allem kannst du auch etwas gewinnen. Ja. Du kannst vielleicht eine stellen. Und defensiv im Pfeiffer Krull bekommst du meistens schon mal 10. Genau. Ich finde recht gut. Recht gut. Linie ist gut. Linie ist gut. Länge ist auch gut. Hast du schon mal SM erlebt, was so viele Zuschauer hat über die ganze Woche? Ja, vielleicht vor 20 Jahren. Gut, schön. Aber nein, es ist hervorragend. Ich mag mich erinnern, nach Salt Lake City 2002 in Arlesheim hat es auch immer sehr viele Zuschauer gehabt. Aber in den letzten 10 Jahren glaube ich nicht, dass ich jemals eine Woche so viel gesehen habe. Hat aber vielleicht auch etwas mit dem Standort zu tun. Ja. Also Flims und Gstaad ist ein weniger gut erreichbar. Du gehst wahrscheinlich nicht einfach schnell am Morgen oder über den Mittag. Rockstad und Flims waren hervorragend organisiert. Und hier bei Thun hat schon, wie du sagst, der Vorteil, du bist sehr schnell da. 4 zu 8. Ich glaube, jeden oben die Bühne voll. Sehr schön. Und auch ein grosses Kompliment, der Organisator, die haben das hervorragend gemacht. Da ist so viel Zeitaufwand. Oder? Das sieht man dann nicht all die Stunden, die im Sommer geschaffen worden sind oder am Abend. Alles in Fronarbeit und wir sind super happy über den.
Organisator in Thun, wie wir das aber auch in Flims gesehen haben. Männer für drei. Schnur zwei. Fest dann. Wechseln. Fest. Drei. Fest essen, komm. Drei. Ja, Öffnung wie gehabt. Schön. Schön, Meli. Bravo. Vielleicht noch ein Wort zu den nächsten Olympischen Spielen. Ist das schon klar, wie man sich da dafür qualifizieren kann, jetzt als Schweizer Team? Also, wir sind jetzt im Gespräch. Wir haben Gespräche im Leistungssportteam. Wir haben auch schon mit ein paar Athleten mal Gespräche geführt. Und wir können jetzt sagen, Björn Chang war es hervorragend gewesen. Mit zwei von drei Medaillen haben wir relativ vieles richtig gemacht. Aber wir sind so immer in der Frage, was wir besser machen müssen. Die Zeit bleibt nicht stehen. Und es ist sicher so, zuerst müssen wir mal geschaut. Dann haben wir zwei WM dann über nächstes Jahr und 21 erfolgreich sein. Und dann kommen die Teams in Frage, die einen wesentlichen Anteil haben, für einen Quotenplatz zu holen. Oder die Teams, die auf der Tour dominieren. Und wenn wir mehr als ein Team haben, wo wir finden, eine gute Chance für eine Medaille oder Olympische Spiele, dann können wir auch ein Trial spielen. Und wir finden eigentlich nur ein Top-Team. Es kann sein, dass ein Team nächstes Jahr und übernächstes Jahr Medaille holt und ein anderes geht gar nicht an Internationalas. Dann kann man vielleicht auch sagen, wir das Team selektionieren. Aber das sind so Gedanken. Wir werden die Gespräche vor allem auch mit Swiss Olympic führen, noch in den nächsten Wochen. Und wenn Teams nachher aber vor Beginn der nächsten Saison orientieren, in welche Richtung es geht. Es ist wichtig, dass die Athleten transparent sind. Transparenz haben und sich orientieren können. Das ist neben dem Roten. Aber wir schließen sicher niemand aus, der gute Leistungen bringt. Ja. Was sagst du zu der Finalbilanz die Saison vom Team Aarau? Sie haben schon zweimal das Grand Slam-Finale verloren, EM-Finale verloren. Sicher zweimal sehr knapp dran gewesen. Ja, was ist gelegen? Oder was braucht es noch, dass jetzt Hasselburg oder Holmen schlagen in einem Finale? Ja, Details braucht es. Also grundsätzlich glaube ich, wahrscheinlich die meisten Teams verlieren mehr Finale als sie gewinnen. Und im Finale ist immer der beste Gegner. Dann reden wir von Homer, wir reden von Hasselburg, also besser geht es ja nicht auf der Welt. Und EM, es war bitter gewesen, die Finalniederlage, weil ich finde, über die ganze Woche sie sind das beste Team gewesen, aber man muss es halt im Finale auch beweisen. Und ich habe den letzten Stefan Drill noch Erinnerung, der Runback, der knapp vorbeigeht. Also, ich würde das gar nicht überanalysieren im Sinne von, wir haben doch ein Problem mit dem Finale, das sehe ich überhaupt nicht so, sondern dranbleiben die nächste Chance und vielleicht gewinnen sie jetzt drin nach lang und dann heisst es, ja, siehst du, die gewinnen jeden Finale. Gut so, schön so, Esther, bravo. Also, die Apotheke hat vorher das schlechte Zahlt von der Binja. Hat sogar noch einen Roten reingestossen. Jetzt liegt Aarau dreimal. Ja. Und. Ja, Binja muss jetzt wirklich versuchen, den Zweier zu machen. Das ist wichtig. Es braucht einen guten Stein. Und schon ist sie auf dem zweiten Kurs. Und das ist halt spannend an der Five-Rock-Crew. Es hat immer Steine rum. Man sieht jetzt auch zwei Gornengarten, die es hat. 9,5! Man sieht auf dem Herrenring, hat man vorher eine kurze Einblende gehabt. Ich noch mal den letzten Stein bringen, für einen zu schreiben. Ein treuer Vierfuss. Okay. Was für ihn im Normalfall Routine ist. Er hat auch zwei hervorragende Rüscher. Ja, das war einmal mein Lieblingsstein, wenn der Böno einen Outturn drauf hat, weil dann bin ich am Wischen. Dann ist der Wall nicht in die Quere gekommen. Genau. Er würde wahrscheinlich das Gleiche sagen. Ja, und sieht sehr kontrolliert aus. Einer für Genf im sechsten Ende. Einer für Genf, okay. Es bleibt spannend. Vielleicht noch ein Wort zu der Junioren-WM, die jetzt anfängt. Wie schätzt du die Chance von den Schweizer Teams? Ich fange vielleicht bei dir mit den Jungs an. Die spielen heute auch
im ersten Match. Görlis hat erst morgen. Die haben einen hervorragenden Job gemacht, in der Vorbereitung sehr intensiv trainiert, auch gute Resultate erzielt. Was man einfach wissen muss, die Junioren-WM ist grausam gut gesetzt. Also wir haben den Kanadier Titel verteidigt. Die gehen schon zum dritten Mal an die WM für Kanada. Oder? Ja. Der Schott war auch letzter gewesen, und der Amerikaner ebenso. Und das sind noch die Norweger, sind noch die Schweden und die Asiaten. Also das Feld ist grausam stark. Das ehrgeizige Ziel ist eine Medaille. Aber ich sage schon, die vordere Hälfte von Rangliste ist schon ein gutes Resultat. Weil es ist das erste Mal WM. Und du magst dich ja auch erinnern, es ist schon ein paar Jahre her. Die erste WM ist einfach speziell. Und bei den Girls haben wir noch einen Wechsel vorgenommen im Nachwuchs. Und zwar das Celina, wegen dem ist sie nicht da. Sie wird das Team von Anfang an ergänzen. Sie ist eigentlich die Ersatzspielerin, aber wird jetzt von Anfang an spielen. Und ich glaube, die haben jetzt in der letzten Woche richtig Auftritt bekommen. Und ich hoffe, dass das so weitergeht und dass auch sie ein Wörtchen werden mit können reden. Hoffentlich in die Playoffs kommen im Halbfinale und dann noch einen gewinnen und so, schon bist du auf dem Podest. Aber es ist noch schwer, Zeit zu schätzen, vor allem bei den Asiaten. Du weißt nie genau, wer kommt und wie stark was sie sind. Obwohl man jetzt von Korea kommt, das ist ein absolutes Top-Team. Die haben gerade den World Cup noch gewonnen in Jönköping Ende Januar und die gehen jetzt in die Junioren-WM. Also, ja, musst du sicher warm anlegen. Ja, da komme ich einmal nicht so draus, die heissen alle Kim. Das ist bei uns wie Müller-Meyer. Ja. Sicher jetzt ein wichtiger Stein von der Silvana. Super. Oh, super Wischleistung von der Melanie, da ist sie richtig reingelegen. Ja. Genau, und ich glaube, Binja macht das einzige Richtige dort hinten dran legen. Also jetzt nicht gut Takeout spielen, oder? Ja. Völlig richtig. 13-8. Binja das Kommando 13-8 von der Länge her. Vorne 4, Tilan, ist lang. Hänge 4, hänge 8. Hänge 4, Tilan. Nummer vor 8. Tilan. Vorne 4. Tilan, hänge 4. Hänge 4, hänge 8. Ist ein bisschen lang. Immer noch wechseln. Okay. Das ist okay. Sorry. 12, 4. Jetzt nochmal der gleiche Call wie vorher. Ich glaube, so ja. Hinter Haus, die Gali. Ja. Jetzt ist einfach Alina, die spielt. Und ich nehme an, sie werden jetzt mit Heck probieren, den rauszunehmen. Wenn wir ein bisschen mehr Eis haben. Aber ich finde es gut. Okay. Du hast am Schluss mit Deckhaus auch immer mit Hardline-Besen gewischt. Genau, wir sind, mit Goldline. Wir sind die letzten 3 Jahre mit Hardline unterwegs. Ja. Wir haben aber ehrlich gesagt Goldline und Balance Plus, die haben ja neue Bässe auf den Markt gebracht, haben wir gar nicht getestet, weil wir sind sehr zufrieden waren. Ja. Und von denen sind wir super ausgerüstet worden und für uns war das nie eine Diskussion, gewesen, dass wir umsteigen oder wechseln. Und wieder so knapp vorbei. Wieder so knapp, wieder super. Und ich glaube, wenn man schaut, der Welt, die meisten Top-Teams sind jetzt mit Hardline unterwegs. Extreme Entwicklung zu Hardline. Ich weiss nicht, wie die das gemacht haben, dass die alle Top-Teams geholt haben. Oder, aber jetzt zum Beispiel der Edine hat auch gewechselt von Goldline auf Hardline. Genau. Ich glaube, Gusch hat gewechselt vor 1-2 Saison, weil er feststellt, er fliegt fast nur gegen Hardline-Teams. Das ist schon eine sehr prägnante Aussage. Und wir sehen auch in der Schweiz sind immer mehr Hardline-Teams. Binja nicht, sie ist mit Aschem unterwegs. Seit Jahren aber schon. Seit Jahren, genau. Zweimal Weltmeister geworden. Die Bäse funktionieren. Definitiv, ja. Ja, ist gut. Aber Karolina ist vorhin 13-4. Findest du jetzt das der richtige Call, da, der Tapback?
denke schon. He? Ja, ein bisschen tappen für ihn. Genau. Ja, finde ich gut. Eher auf der Innenseite, dass er dann hinten verkleidet. Dass Dalino möglichst schwieriger hat zum rausnehmen, genau. Aber schon wichtig, dass er Schott wirst, weil wenn nicht Schott wirst, könnte der Dalino auch Guard spielen. Oh, gut! Hinten 12! Der Länge aus, ja! Backline! Der ist gut von der Länge, also sicher zu kurz. Putzen! Backline! Ziehen! Backline! Ziehen! Fast ein bisschen schnell gesehen, oder? Ja, und ein bisschen zu viel gewickt. Ich glaube, jetzt kann Arada schnell rausspielen. Ja. Ein bisschen wenig. Und dann wären sie geforst, lange da. Geforst heisst gezwungen zum einen Schreiben. Und das Momentum wäre dann eher wieder auf Arau-Seite. Letzte Stein im siebten Ende. Gut. Vorher. Ja, danke. Ja, ziehen. Gut so. Jetzt ein Trophys aus für einschreiben. Also. Sieht immer so einfach aus. Bringt mir normal vor. Du hast 10 von 10, aber du musst ihn einfach bringen. Und beim ja, aus eigener Erfahrung braucht es auch bei den einfachen Steinen noch mehr Konzentration als bei den schwierigen Steinen. Das ist einfach so. Ja, der Benno hat die Woche ein Interview gegeben. Ich weiß nicht, ob es gehört hast, wo er gesagt hat, er ist gefragt worden, wie es ihm gelingt, die schwierigen Steine zu bringen. Und er hat gesagt, er hat Respekt vor den einfachen Steinen. Und so eigentlich immer die gleiche Einstellung. Und das bringt sehr gut auf den Punkt. Menge ist gut, das ist beruhigend. Sieht kontrolliert aus, ja. Gut. Ist gut. Gut, ja. Schön. Super. Sehr schön. Gut. Hat mich gefreut. Ja, dann verlässt uns der Schwaller wieder. Schwierig. Ich glaube, du musst noch eine Tochter holen am Flughafen. Du sagst es, ja, ich habe Vaterpflichten. Genau, die hat auch noch eine Medaille gewonnen. Ja. Das können wir auch noch erwähnen. Also, was sagst du zu dieser Leistung? Vielleicht jetzt zum Schluss noch. Wie ist das einzuschätzen? Das ist noch schwierig, wenn es einzuschätzen ist. Weil Gegner zu einzuschätzen ist relativ schwierig. Aber ich finde, wenn du eine Medaille an einem internationalen Anlass holst, ist es hervorragend. Und ich habe gesagt, sie ist halb so alt bei ihrer ersten internationalen Medaille wie ich. Und ja, ich freue mich sehr für sie. Sie investiert auch entsprechend viel. Und es ist cool. Ich hoffe, dass das so weitergeht, aber ich bin der Letzte, der sie zum Trainieren zwingt. Sie macht uns zum Glücksfreude. Gut, danke vielmals. Danke dir. Bis bald. Ja. Danke auch. Und Andreas ist natürlich immer super von der ersten Linie aus die Informationen können haben. Er kennt die Team außerordentlich gut, begleitet die natürlich die ganze Saison. Er hat viel mitnehmen. Weil spannend die Insider wissen, was er natürlich hat als Chefleistungssport. Die Tochter hat jetzt gerade, wie sagt man, European... Also Jugend-Olympiade. Jugend-Olympiade. Genau, haben Silbermedaille gewonnen. Das ist aber die europäische nur, ist das richtig? Ja. Ja, genau. Und die haben alle Gruppenspiele gewonnen, Halbfinale gewonnen, die auch so durchgezogen. Genau, das war in Sarajevo. Sarajevo, eine ganz coole Leistung. Da ist die Malin Daros. Muss ich überlegen. Ja, genau, der Vince und ja, Xenia Schwaller und der Jan Iseli. Hey, der gespielt ist, also als Mixteam haben sie gespielt. Selektioniert worden aus gewissen Kriterien.
und sie waren begleitet von Stefan Meyerberg in Sarajevo. Bis Mitti! Bis Mitti! Bis drauf! Kann ich nichts machen. Achtung! Noch ein bisschen ab! In einem Jahr übrigens ist seit dem Jog 2020, die wird in Lausanne sein. Genau, Youth Olympic Games sind genau. Das ist so ein bisschen der Vorreiter. Auch dort werden wir natürlich selektionieren. Da haben vor einem guten Jahr haben sich alle Junioren, die ich will, ganz allein, ohne Team auch, haben sich als Einzelspieler melden können. Es sind ganz viele natürlich Bewerbungen eingegangen. Die sind alle zum Spielen gekommen. Die haben sich alle dürfen zeigen. Und der Coach, der Stefan Meyberg, mit seiner Trainer-Crew dann dort einfach abselektionieren. Zuerst auf 16 und dann auf 8 und dann am Schluss einfach auf das Team holen. Das ist eine super Chance, eben auch für die Spieler mal, ohne dass sie mit dem Team müssen gehen, sondern sich als Einzelspieler zeigen. Es ist sehr spannend, dass wieder bei 2020 in Lausanne. Schon etwas, wo man schauen kann, ist sicher ganz spannend. Er ist dort. Schön. Ein super Stein jetzt von der Melanie. Genau dort, wo er muss sein, vorne 4. Ja. Jetzt hat sie wirklich in den ersten zwei Jahren ist sie etwa mache zu lang gewesen. Jetzt hat sie die beiden Garden von der Binja sind leider ein bisschen zusammen. Also wahrscheinlich kann man die gerade beide miteinander jetzt davor nehmen. Ja, genau. Und das wird jetzt zum Take-Out-Spielen kommen. Habt ihr Messungen gemacht, Wischmessungen? Es gibt so ein Instrument, wo man seine Kraft auf dem Besen machen kann. Habt ihr die Messungen gemacht? Ja, wir haben so etwas in die Richtung gemacht. Also so einen Wischtest in der Rennbahnklinik zu Basel haben wir das gemacht. Ja. Und das war schon spannend zu sehen. Vor allem sieht man auch, wer wie viel Druck auf dem Besen hat und wie die Frequenz ist. Genau. Und anhand von dem kann man natürlich dann auch ein bisschen Sommertraining steuern. Ja. Es gibt den Faktor X, den man einfach auf den Besen bringt. Genau. Und da braucht es eben den Druck und die Kadenz und natürlich... Tester probiert jetzt hier den Doppel- oder vielleicht sogar Triple Takeout zu spielen, je nachdem wie der Winkel ist. Ja, hat sich gerne noch verwünscht. Super Stein. Viel besser ist das nicht gegangen. Du bist noch da. Für Aarau ist sicher eine super Situation. Es hat keinen Centergarden mehr rum. Das Haus ist offen. Also sieht sehr kontrolliert aus. Gut! Bei den Männern sind wir einmal mehr in diesem innersten Vierfußkreis. Dort wechselt es gegen uns. Einmal liegen die einen und die anderen. Also das Spiel ist da. Ja, es ist hier und her, jedem Ende. Ja. Die liegen jetzt natürlich, dass man sich beide abspielen kann. Es ist jetzt ein bisschen unglücklich, wie der Gelb ist gefallen. Das sind die man eigentlich sehr gerne spielt, sind wir ganz ehrlich. Die Take-out, wo man beide Gegner rausnehmen kann, die machen Freude, wenn sie kommen. Achtung! Was macht ihr? Fest! Fest! Melanie ist voll im Saft heute bei den Wüsten. Komm! Alle! Schön! Voilà. Schön! Extrem souverän, Tester heute auf den Takeout. Das ist jetzt nicht der erste Doppel, den sie bringt. Das gibt natürlich Sicherheit jetzt am Backhand. Ja. Binja bleibt nichts anderes übrig wahrscheinlich jetzt, als selber auch den Doppel-Takeout zu probieren oder über zu rollen. Sie will um jeden Punkt. Ja, ist natürlich ein bisschen frustrierend. Ja, sie will eigentlich stellen. Ja. Und so wie sie im Moment liegt, ist das nicht möglich. Ja, sie muss sich fast damit beschränken, dass sie verhindert, dass Aro zwei schreiben kann. Ja, das ist mir lustig, wenn man sie ist eigentlich nur am Reagieren. Und ja. Aro wird jetzt da auf die gleiche Höhe einen auf die andere Seite legen. Ja. Und da bin ich gespannt, ob ich nachher einen Freeze probiert. Ja. Oder nicht. Jetzt sind wir im achten Ende, also langsam würde ich sagen, muss man den fast probieren. Dann. Ja. Irgendwann muss man dann halt auch. Spät im Spiel, eigentlich, um den Zweier akzeptieren. Ja, ist nicht lustig.
Jetzt kommt wieder so ein vermeintlich einfacher Stein, einfach ins Haus. Und da sind die Wischer vor allem gefragt, dass sie die Länge von dem Stein so genau sehen, dass er wirklich auf die gleiche Höhe kommt. Aber die haben so eine saubere Technik und mit dem Schauen, mit der Erfahrung und mit dem Messen sind die so genau, die wissen haargenau, wo das Ding herkommt. Das ist schon, aber schon cool. Gut, gegen zu lange Steine ist kein Kraut gewachsen, da kann niemand etwas machen. Aber immer noch ein blöder Winkel. Jetzt bin ich gespannt, ob Bini an der Fries probiert. Ja. Genau, genau, sie zeigt es an und das ist sicher der richtige Stein. Das ist der Stein, mit dem kann sie einen Punkt stellen, vielleicht. Oder ja, nicht einmal unbedingt, aber sicher. Das ist einer auf einen zwei. Genau. Ja. Und dann kann Aro nur mit einem davon ziehen auf ein 6-4. Wenn der aber jetzt nicht gelingt, das ist ein kleiner All-or-Nothing-Stein. Wenn er nicht optimal kommt, gibt man dafür ein 3er-Haus ab. Wir sind noch am Ende. Das ist erst Garo am Spielen. Also, lange da kann sich nicht leisten, jetzt einfach da hin und her mit Takeout spielen. Da werden sie immer der Kürzer ziehen. Sie muss etwas kommen. Jetzt noch ein bisschen waschen. Nein, sie passt ein bisschen an sie, aber das ist okay, das ist gut. Ein bisschen. Ja, ich weiss auch nicht, sind etwas im Ganzen gesehen von aussen. Gornbegar ist natürlich dann im Weg. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er ganz offen ist. Jetzt ein bisschen näher müssen herziehen. Ah ja, da sieht sie genug. Ja, es war gut gespielt von der Carol. Ja. Hat wenig gefällt. Ja, fast. Halben Meter. Das ist das, was wir auch schon beobachtet haben im letzten Match. Es gibt ab und zu einen Moment gegen Ende des Spiels, wo gewisse Spuren dann ein bisschen unzuverlässiger laufen am Schluss. Und Genf hat jetzt gerade einen Punkt gestohlen. 6-4 für Genf nach 7 Ends. Ja, das ist jetzt bitter für Zähring. Das ist das zweite Mal, was ihm passiert, dass er steinbreit zu kurz kommt. Und das hat jetzt Genf eigentlich können mit zwei Steinen in Vorsprung kommen. Der läuft komisch, der hat einmal ausgespielt. Ja. Er hat jetzt viel gehört, aber es ist nicht tragisch. Er hat gelangt, um mit zwei Steinschutz. Wenn man die zwei kann schreiben in Sicht von der roten Aarau-Steine, dann sind wir mehr als zufrieden. Ja. Oder einfach vortragen. Also, gut. Das ist gut. Das 8. Ja. Gut, das meint, ja. Also, jetzt. Da hinten ist unser Gelb. Was machst du aus Gelb? Sie schauen sich die Winkel an, sie probieren den Double. Ja. Der ist aber sehr steil. Ja, ich weiss. Ja, vielleicht, ich glaube, sie möchte vorne dran rollen. Fast so wie bei mir, einfach diese Seite. Okay, den Ende rausnehmen und dann überrollen und sich genau vor einem anderen Rot platzieren. Genau. Als hätte man ihn dort herlegen. Aber auch da, das ist ein Zentimeter mehr oder weniger auf den Stein. Und der Stein ist super oder eben fast ein bisschen. Ja, gut! Nicht! Zieh hoch! Das ist, meistens ist er sehr nah dran. Es ist doch für einen Double gegangen, weil nämlich dahinter. Ah ja. Gut gespielt! Sicher ein guter Versuch gewesen. Ja. Ups, warte. Oh, wie ist jetzt der dort? Oh nein, das haben wir gar nicht gesehen. Der ist hinten auf der Gelb gelaufen. Schlafzahl. Heilein! Ein bisschen Pech. Ja. Oh, die Carol sagt nicht schon wieder. Es ist ihnen schon einmal passiert in diesem Match, dass eigentlich ein gut gespielter Stein dann wegen. Ist es sicher wichtig, dass der nächste Stein von der Alina vor der Heilein ist? Okay. Erstens ist er doppelt schwierig vom Winkel und zweitens bin ich ja nicht freisen. Also wird es wichtig sein, dass er am richtigen Ort landet. Ja. Da habe ich nicht gesehen, wo sie nicht ganz genau hat.
Ella, ist er vorne 8, also vorne im Weissen, oder wo müsste er sein? T-Line ist super, hä? Ah, T-Line will sie. Ja, jetzt glaube ich fast eher nur vorne. Esther, nehmen. 8 gespielt. Fest. Oh. Ja, dort ist der Winkel steil. Und schön. Ja, sicher perfekt dort. Ja. Ja, ist der Steiler. Also, wir ködern richtig lange da drauf. Also, ich probiere den Doppel. Das ist extrem spitz. Also, da muss ich etwa einem Viertel treffen. Ja. Genau. Wenn er allzu gut versteckt wäre hinter dem Roten, dann hat man fast wie Langenthal gezwungen, nachzuziehen. Und das, dass er offen liegt, wird man fast drauf ködern. Man muss fast drauf gehen. Der Winkel ist aber schwierig für beide. Er darf den Vorder nur wenig treffen. Und muss dann über Gas. Es sind schwierige Sachen zum Wischen. Also zum. Für einen Vizeskipp meine ich, die Heiko, die Sachen. Steffi war sehr gut in den Winkel gesehen. Ich glaube, er ist zu fett drauf. Ich glaube, er ist oben okay. Drin. Ja. Gut. Ja, und ich glaube, da kann man jetzt schon von einer kleinen Vorentscheidung reden. Wenn sie den bringt, sind es 3 voraus im 9. Ende. 3 voraus, das ist nicht gemütlich für Langenthal, weil sie werden ja fast gezwungen, jetzt etwas zu schreiben und geben den letzten Tag wieder ab. Wir werden jetzt müssen 2 bis 3 machen im 9. Ja, genau. Ja. Also jetzt ist eben wieder Langenthal wird dann nach dem, also jetzt im kommenden 9. Ende werden sie alles riskieren, für dass sie können ein paar Punkte machen. Es nützt, ist glaube ich zu spät für den auf 0 spielen und weil am Schluss 3, man muss jetzt die 2 bis, also noch lieber 3 aufholen, noch dann ist man eigentlich nicht auf dem guten Weg. Probiert zu schauen, was bei den Männern liegt. Okay. So, gut. Also Moral hochhalten. Ja, genau. Die Message ist noch, probieren daran zu glauben, einander unterstützen. Die Längen müssen jetzt super sein. Langenthal wird primär mit Legen hinter Garden müssen arbeiten. Und Aro geht auch ein bisschen Kurswechsel. Die werden dann einfach Steine rausnehmen. Jetzt sehen wir hier den Männermatch noch. Es ist eben noch mitten im Ende. Da passiert noch viel. Sie sind oft in diesem Vierfuss drin. Es ist wenn wir bei den Männern schauen, sobald es einen Zwischenraum hat zwischen Gelb und Rot, dann bringen sie den Gelb raus. Wir opfern dahinter Rot, das ist ihnen aber gleich. Also es muss einfach perfekt gefriest sein, damit er gesichert ist. Also das Durchschnittsalter bei Langenthal ist so bei 28. Bei Aarau ein bisschen mehr. Aarau ist ein bisschen mehr ausgeglichen vom Alter. Bei Langenthal hat man die Erfahrung auf der Position von der Bina. Hat sehr engagierte, jüngere Spielerinnen gefunden, die natürlich auch das ganz lässig finden, bei der erfahrenen Bina können mitspielen können. Natürlich eine super Chance. Carol war schon an vielen Orten dabei als Ersatzspielerin. Wir haben sie vielleicht nicht so manchmal gesehen, aber sie hat eine super Rolle gespielt, auch als Alternate. Ja, ich glaube, sie ist 3-mal Weltmeisterin als Alternate. Also 2-mal mit der Bini und 1-mal mit der Alina. Ja. Und dann macht sie eben auch einen super Job.
Job. Und das ist ekelhaft, dort hinten auf der Bench zu sitzen. Wir wollen am liebsten selber spielen und dann dem Team einfach genau das bringen, was sie brauchen. Dort ist sie wirklich ganz cool. Schon nur, dass sie zwei verschiedene Teams als Ersatz ist, spricht eben für sie, dass sie ganz einen ganz tollen Charakter mit ihnen bringt. Weil Alternative ist meistens gar nicht so lustig. Aber man lernt natürlich auch hin auf der Bank, wenn man nicht gleich viel am Spielen ist. Von dem her ist sie genau gleich erfahren, auch wenn sie vielleicht auf dem Papier nicht so viel gespielt hat wie andere Spielerinnen. Steffi, die wir hier gewischen, die Blonde, die ist 22, die Larissa, die zu einem Spiel 23, die sind noch nicht lange bei den Damen dabei und packen so jetzt ihre Chance, sich zu zeigen. Für noch viele Jahre, sei es mit Binia oder dann später vielleicht auch anders. Was hat bei euch der Alternet, der Ersatzspieler, was hat der bei euch für eine Rolle gehabt an den Olympischen Spielen? Ja gut, ich muss natürlich am Abend immer Steintesten. Also, das ist schon eine ziemlich wichtige Rolle, weil es ist ja nicht so, dass alle Steine gleich gut sind, sondern es ist immer mal möglich, dass man in einem Set einen Stein hat, der viel mehr gehörlert oder viel weniger gehörlert oder besser läuft als die anderen. Also der hat auch Nachtschichten gemacht, oder? Die Aufgabe ist eigentlich, die rauszufiltern. Ja, genau. Das heisst, er geht mit dem Coach zusammen am Abend, wenn das Team sich geht erholen oder essen, geht der Coach und genau. Der Ersatzspieler gehen am Abend spät und kommen mit. Ja, ja, das ist schon mal 11-12 geworden. Ja, die gehen die Steine spielen, einen am anderen. Hölle zuverlässige Spieler, was die Längebeurteilung betrifft. Schöne Doppeltake hat jetzt von der Steffi. Ja, die beiden beißen. Silvana ist gar nicht daran interessiert, zum Stein im Spiel zu behalten, sondern sie will einfach nur wegklären jetzt. Einfach volle Kontrolle. Beide beißen nicht und trotzdem wird sie sie nehmen, für dass man mit denen nichts arbeiten kann. Mega schnell! Achtung! Was auch noch interessant ist, eigentlich, dass die vier Teams, die wir hier sehen, primär ohne Ersatzspieler unterwegs sind. Also die sind kompakt im Viererteam. Gehauen oder gestochen, man will gesund bleiben, man will machen. Ich bin 14. Ja, das ist gestochen. Eigentlich normal, weil man findet eigentlich niemanden, der den gleichen Aufwand betreibt, also trainingsmässig, und aber nicht zum Spielen kommt. Also genau. Es ist ja nur, dass man dann für die internationalen Anlässe einen Ersatz zuholt, aber es ist dann meistens jemand, der in einem anderen Team spielt. Ja. Jetzt wichtiger Stein für den Langenthal. Hinter 4, auf du gerade. Komm around. Noch keine Linie. Für das Zweierhaus vorzubereiten. Vom Nummer 2. Ja, es hat noch keine Linie. Das heisst, er hat noch viel Platz zum Rundherum gehen. Wir warten, bis der Stein schön gehörlt. Wenn der Stein langsam wird. Und super gelöst. Also. Okay, gut. Dann legen wir mit 2. Tipptopp. Clearing. Ja. Genau, ist sicher vernünftig, jetzt, dass man den einfach wegklären und nicht probiert mit Heck dahinter rauszunehmen. Da würde halt Gefahr bestehen, dass man den noch reinstößt. Bei diesem Spielstand muss man keine Risiken mehr eingehen. Genau. Im schlimmsten Fall kann man ja 2 abgeben. Genau. Das ist der Gedanke. Einfach sicher nicht mehr als 2. Das ist das Motto, lieber nur einen abgeben. Kennen oder höchstens 2. Das ist ganz klar der Vorsprung verwalten. Oh, das Problem wird nachher sein, dass Aarau, dass der Schott hinten, der ist komplett offen, also der könnte sich einfach nass abspielen. Den muss man und wie fast ein bisschen vergessen. Und zwei Rote nachher Schott legen. Ja, aber den muss man wie als Opfer bringen, vielleicht für können genau. Eine neue Situation, die besser ist, herzustellen. Weil der Verteidiger hinter der Team bringt ihr
nicht so viel. Sie muss im Prinzip sagen, die lasse ich mal die Situation, wie sie ist in der Mitte, lasse ich mal stehen. Ich muss etwas aufbauen, wo Fehler erzwingt. Ein schöner Stein von der Goro. Ja, der ist super. Genau dort muss er ran. Ah, sie sehen ihn. Ja, mal ist noch etwas offen. Ja. Sie sieht noch halb. Ja, ich hätte es gerne in der Bohr gesehen. Jetzt gibt sie sicher. Bohr! Wichtig wird sicher sein, jetzt aus Sicht vorher, dass der rote Stein liegen bleibt, also nicht, dass er rausrollt. Durch das kann man nachher Pinja eigentlich dazu verleiten, dass sie einen Take-Out spielen. Ja. Ja, wenn der rote jetzt nicht bleiben würde, hat man im Prinzip den Zweier auch schon wieder zur Verfügung gestellt, zum Schreiben fast. Jetzt wischt Melanie, das heisst, sie macht den Stein zum Wischen, so wie sie wischen, sollte er zum Stein her, zum mehr Görler. Er war ein bisschen breit gespielt. Er hat aber gerade noch gelangt, dass er rausgeht. Ja. Man hätte auch dahinter gehen können. Der war auch fast komplett offen gewesen, also. Ja. Wir räumen lieber von vor weg und lassen den einfachen Stein dann nachher. Carol probiert jetzt genau das Gleiche, vielleicht noch lieber noch ein bisschen mehr verstecken. Vor 8, länger! Vor 8, das heisst, er hat die Länge für vor im weißen Bereich. Vor 8! Jetzt kommen beide Wischer auf die gleiche Seite. Das heisst, wir wissen, wir haben genug Platz, entweder girlt noch zu wenig. Ich will, dass er noch mehr girlt. Wenn sie wischen, werden sie beide von der gleichen Seite für den Girl wischen. Okay. Ist ein bisschen zu lang. Ja, einen halben Meter zu tief, also zu lang. Ja. Und Alina wird jetzt versuchen, vor der zweiten Gelbe zurück vorne dran zu holen. Genau, den Halbversteck spielen wir anspielen und ruckeln gerne gerade voreinander. Silvana, ihr war gut von der Länge. Ja? Nicht genug. Okay. Bord. Gut, geht sie noch in die Schingergard, würde schon meinen, oder macht sie? Nimmt sie den vorne raus? Macht eigentlich keinen Sinn jetzt. Nein, also jetzt kann man den vorne Nase abspielen. Ein bisschen über eine Rolle vielleicht. Sie geht noch in die Schinger dran. Ja, aber ich bin nicht sicher, ob sie da nicht noch einmal diskutieren vorne. Manchmal haben die Wischer auch Ideen. Ich weiss aber nicht, ob es lange für zwei Schotts haben. Ja. Gut. Okay. Das Dilemma ist, wenn er gut versteckt ist, ist er plötzlich weniger gut als der Rot. Dann hat er auch nicht alles rausgeholt, den Stein, den er sollte. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das reicht. Vielleicht, wenn er ganz schön auf die T-Line kommt, mag er noch besser sein als der Rot. Weil das müsste er jetzt. Ganz T-Line ist er wirklich super. Super gemacht von der Binja. Ja, der ist, glaube ich, schön. Ganz versteckt. Also genau, wir werden auch jetzt versuchen, den Hit and Roll zu spielen, hinter den roten Stein. Sie nehmen den, der ganz offen ist, zum Dreifacher. Und ja, es ist nicht nötig, um den anderen zu spielen. Bei diesem Spielstand, im schlimmsten Fall gibt es zwei. Genau. Und mit dem können sie gut leben. Mit dem können sie leben, in dem Sinn. Nicht gern, aber doch. Und dann geht man mit einem Stein Vorsprung und erst noch am letzten Stein. Nachher. Das letzte Ende.
Er kommt super! Fest, ja! Tia! Fest! Tia! Macht nicht ganz das, was er sollte. Ja, hat zu viel gehört und Pinja hat jetzt ja, einen Takeout für zwei. Sie kann, sie kann wählen, ob sie legen will, aber ich glaube, mit dieser Ding hat nicht viel Platz zum Legen. Sie wird wahrscheinlich einen Takeout machen. Die Frage ist, ob er, wenn der Takeout gerade kommt, ob er dann besser wird. Also entweder muss sie einen zweiten legen, aber eben, es ist ungemütlich. Oder sie muss einen Take-up machen, der ein bisschen ruckelt. Wenn sie einen Grad drauf bricht, kommt sie nicht auf zwei. Und dann ist auch die Frage, wer befiehlt. Und da denke ich, vielfach bei den vier Steinen ist das so der Skip gespielt, ja, den er lieber spielt. Das hat dann auch nicht mehr mit Taktik zu tun. Taktik hört manchmal auch schon beim, nach dem 3 auf, sondern ich muss einfach das Ende heimbringen. Und da tut jetzt Pinja sagen, ich möchte lieber den Takeout spielen, anstatt hier in das Blaue reinzulegen, wo sie schon fast nicht wüsste, von welcher Seite, ohne dass sie noch etwas kaputt macht. Oder eben doch. Jetzt tut sie. Was? Jetzt tut sie doch legen. Hat sich doch anders überlegt. Sie sagt, es ist gleich nicht so einfach, den Takeout zu spielen und zu rollen. Sie sagt, vorher ja, vor allem hat sie ja mit dem ersten genau den gleichen gespielt. Genau, ich habe ihn gerade gemacht, gibt jetzt aber eine Steinbreite mehr Eis. Gut! Vorne vier ist gut! Das ist gut. Und jetzt ist es voll in der Verantwortung der Wischer. Den so bringen. Sie sagen, T-Line, das klingt super. Jetzt aufpassen, dass man nicht den Gelb verletzt. Dem darf man nicht mehr ankommen. Sonst tut man den schlechter machen. Schön, gut. Ja, das ist super. Eben, da hätte man nicht viel dürfen bewegen. Nein. Das war genau die Gefahr. Man weiß gar nicht recht, wie man den Leger machen will. Jetzt hat man ihn noch etwas berührt. Silvana ja, sagt sofort, halt. Ich sind glaube, zwei Gelder. Ich glaube es auch, ja. Von hier oben. Die Kamera ist ziemlich deutlich. Aber wenn Sie hin und her schauen, ist es vielleicht nicht so klar. Jetzt, die Steffi sagt messen. Also die Sicht hier, die täuscht offenbar. Für uns sieht das klar nach Gelb aus. Aber manchmal ist es so einfach die Hoffnung noch halt. Und jetzt halten sie die Zeit anhalten. Jetzt wird der Schiedsrichter geholt. Der tut die beiden Steine mit dem Zirkelgerät messen. Es gibt dem Team vielleicht auch noch gerade ein bisschen Zeit, um zu reden. Ja. Also der Gelb war besser, das sind dann die zwei Steine. Es ist noch fast heikel geworden mit dem Winkel, wie sie der Lecker gespielt hat. Wenn sie dem Gelben noch ein Schöpfchen mehr gibt, hat sie sich dann selber der Zweite wieder verdorben. Das haben sie perfekt gelöst. Die Wischer haben super angesagt, die haben die T-Line angesagt. Also, jetzt haben wir die Situation. Langenthal ist einer hinter und hat auch nicht den letzten Stein. Ja, sicher auch schon Vorentscheidung jetzt auf dem Herrenring. Genf wieder einer gestohlen, 7-4. Und das sollte es eigentlich einbringen jetzt. Ja, 7-10 wäre super, ja. Ich vermute, wir werden das noch gestaffelt sehen. Dass das eine Team dann schon jubelt.
mehr oder weniger diskret. Nebendran sind die spielen. Da tut er vielleicht schnell englische Spieler warten. Wegen der letzte Teil vom anderen Match läuft, dass man nicht gestört wird von einem Freudenschrei. Also die Larissa super. Hat das einzig Richtige gemacht, den ganzen Kurs. Das ist nämlich noch schwierig, eklig zu spielen. Es fehlt ja oben nicht viel, dass er viel zu kurz ist. Sie wird dann einen zweiten wollen probieren, in der gleichen Linie. Macht sie Softpeeling. Glaube ich, ja. Das heisst, sie spielt so einen halbstarken Takeout. Wird der Gelb nur ein bisschen schieben, gar nicht, sie darf ihn nicht rausnehmen. Sie wird ein bisschen schieben, darf ich nur noch wenig ankommen. Fest, fest! Jetzt geht Bein ja ihren eigenen Stein wischen, dass er rausgeht. Ja, ein bisschen zu fest drauf. Ja, für dass man die Situation wieder herstellen darf. Also man darf den nicht rausnehmen. Und wenn das trotzdem passiert, geht er gegen das Kipp zurück und tut die Situation herstellen. Ja, und dann machen sie zusammen abmachen, das machen sie auch locker easy. Ich nehme an, dass Silvana mit dem zweiten nochmal wird Softpeeling probieren, weil es macht eigentlich keinen Sinn, bei dem Spielstand noch eigene Steine im Spiel zu haben. Also ich erwarte nicht, dass Silvana nachher hinter die Garde wird spielen mit dem zweiten Stein von der Melanie. Genau, sie braucht ja am Schluss gar keinen Zähler, sie will einfach ein aufgeräumtes Haus mit möglichst gar nichts drin und schon gar keine Garde. Für das man mit dem letzten Stein alles machen kann. Ja, Mitti! Finde gut! Bis nach! Larissa wird jetzt hinter ihren eigenen spielen. Genau wieder auf die Mittellinie. Möglichst gerade hintereinander. Dürfte noch ein bisschen länger sein. Die Idee ist, wenn man sie gerade hintereinander hat, dass wenn der Gegner so wird fortspielen beide bleibt dann der neue rot gespielt stehen als Guard. Sobald man sie schräg nebeneinander hat oder hintereinander, dann kann man mit einem Stein alles räumen. Und wenn sie genau voreinander sind, kann man mit einem Clearing Stein zwar beide nehmen, aber dann bleibt der eigene sitzen. Kürzer als vorhin. Fest! Rot! Ja, super gelöst von der Melanie, sehr schön. Wunderschön. Wenn man einen Gräder hat, bereicht, hat man ihn nämlich reingestossen. Das ist immer Gefahr bei diesem Stein. Super gelöst. Ja. 16, 15,5. Ja, super, ja. Binja wird jetzt so lange garden probieren. Genau, wichtig ist einfach, dass du die Distanz zwischen die beiden Garden bringst, damit Esther nicht einen Doppeltake spielen kann. Genau. Also jetzt wird man noch fünfmal eine gelbe Garde sehen von Ötteni. Und dann mit dem letzten oder zweitletzten wird sie hinten dran kommen. Das dürfte auch ein bisschen länger sein. Ein bisschen mehr hat es noch vertreibt. So, jetzt kommt der sechste Stein am Ende. Von hier dürfen wir jetzt einfach anfangen zu räumen. Sie wird auch dort treffen, wo der Besen ist. Das ist sicher ein machbarer Doppel-Takeout. Ja, wie wir das. Und das wäre wirklich schon eine Vorentscheidung. Ja, wenn da beide vorgehen oder nicht mehr rumliegt, dann wird es ekelhaft leer. Ja, ein bisschen rausgelegt war, nur einer rausgenommen. Wo ist das? T-Line. Also muss man 13,5. Ja. Also sie verlangt jetzt schon nach dem Stein, den man eigentlich nachher noch fünfmal verteidigen will. Bei dem Eis, das so viel gehört, ist das schwierig. Mhm. Wie habt ihr es gehandhabt? Konsequent voraus? Oder sobald der Gegner einen im Vierfuß hat, doch der Schott?
Kommt das auf die Zeit drauf an? Ja, wenn es ein guter Schutz ist, hat man ihn schon angegriffen. Also man auch so die Regel, wenn er im Fuß liegt, probiert man den Schutz zu verwirrschen. Wenn er nicht so gut ist, tut man sicher in der Garde. Genau. Hinde 8. Mega viel! Ist Hinde 8 angesagt? Bitte? Hinde 8 ist jetzt der angesagt. Also und gehören doch ein bisschen viel, ist doch ein beides. Er ist aber noch recht oben angekommen. Also den würde ich jetzt zum Beispiel wegnehmen, das ist ein guter Schutz. Den würde ich jetzt wegnehmen, genau. Sobald er da sehr gut liegt, geht man auf den. Und wenn er halt vorher ankommt, ist nicht allerwelt Ende. Aber die im innersten Kreis tut man primär, wenn man sie sieht, gerade nehmen. Putzen! Putzen, Fest! Und der Rot soll gar nicht dort bleiben. Dann möchte man möglichst weggehen. Sie muss ja keine Zeller haben, aber sie will keine Fänger anbieten. Dort stört er jetzt auch nicht. 13,5? Nein, also 13,5 ist ohne Wäsche. 4 ist auch gut. Also 13,8. Ich komme 70. Ist gut. Ja. Gut. Fahr 8. An dieser Stelle, wir wissen jetzt, was passiert. Da wird hinten dran gelegt und wieder fortgenommen. Da haben wir gerade ein bisschen Zeit, über das Livestreaming zu reden. Das ist der Thilo Stucki mit Peaker, der diesen Service durchführt. Das wird sehr geschätzt von Fans, von Görler und Nicht-Görler. Durch die Woche hat man es einfach laufen, die Kamera. Und jetzt hier auf das Wochenende hin, haben wir probiert, da noch etwas zu erklären, was geht. Und dann möchten wir am Thilo Stucki herzlich danken. Sehr cool. Danke, Tino. Einen Applaus. Ja. Das ist natürlich schon ein super Service. Ja, es war wichtig, dass er nicht auf der anderen Gelb kommt. Der andere Gelb und nicht mit hineinwirft. Ja, das ja. 15. Ja, eigentlich ist es jetzt nicht so ein guter Shot, wo Binja da hat. Sie muss aber gerade weiterspielen und mit dem allerletzten Stein kann probieren, hinter den Gelb zu kommen. Hinter sie. Dann ich hoffe, dass Alina da dort den Take hat. Auf das wird es schlussendlich rauslaufen. Sie wird eigentlich den Stein, der vorne 8 liegt und vorne 12 noch Mitte können brauchen für den letzten Stein zum Hintertragen. Also, ziehen! Dann geht es immer noch darum, möglichst die Linie können zu halten. Dass die genau voreinander sind. Da ist die Linie noch wichtiger als der Abstand. Sie müssen wirklich nur gerade voreinander sein. Ja, super gelöst. Ja, ist perfekt. Und Silvana wird noch mal gewusst. Ein bisschen reinspielen. Genau. Das ist noch einmal, wenn er einen halben Meter kürzer ist, dann hat er immer noch Gefahr, dass er einen anschlägt oder dass er links oder rechts bleibt hängen. Wegen der Faulstein gesehen beim Janik, das ist glaube ich teurer. Er wollte ein Double spielen im Jahr und das Haus drinnen durch. Yep. Ungewöhnlich. Immer. Ist gut. Genau. Sie tut nur auf, sie will gar nicht probieren, diese zwei Dinge zu nehmen. Schön. Lieber Kontrolle auf sicher haben. Genau. Mit dem ersten Steig auch macht sie noch einen Guard, würde ich schon meinen. Und dann, wenn die Garde wieder wegkommt, das ist das, was du vorher gesagt hast, dann kommt sie hier hinter ihre eigenen, ja, aus dem zweiten Stein in das Haus. Mittig. Ja, es ist ein bisschen. Also jetzt die Line ohne Wischen. Das sind die bitteren Momente im Girling. Ich hasse es, wenn der Match davon läuft. Wir haben das so gepusht für die Finale und man ist so parat und man ist so
gewillt, alles zu geben. Und dann, wenn man zurückschaut, ist das, was ich gesagt habe, im dritten Ende, dass der Anhänger dort, das Dreierhaus, mag am Schluss entscheidend sein, für das man dann den Rückstand bekommen und hat ihn nie mehr richtig wettmachen können. Hier auch wieder, da ist vor allem die Linie entscheidend, er gehört fast ein bisschen viel. Genau, also. Und ich, jetzt würde ich den Stein im Haus wegnehmen, weil die ganze Rechtsseite ist noch offen. Selbst wenn Pinia perfekt hinten dran liegt, Stoli wird offen sein. Ja. Ja. Vielleicht noch geschwind zum Herrenspiel. Jannik hat, so wie ich das gesehen, eine Chance für zwei. Also, ich würde sicher nicht, dass der Gefahr ist. Nein, so. Aber einfach weg. Ja, den muss er bringen, wenn er noch eine kleine Chance hat. Wenn er den verfehlen, kommt sie dahinter. Muss er da Double Play? Hackway. Nein, Hackway Tapping gespielt. Also inzwischen ist dann einfach ein Draw. Inzwischen ist Draw in vier Fuß. Ja, ich finde es sehr gut. Genau, und Ara macht genau das, was ich vorher gesagt habe. Sie nehmen den Gelb im Haus weg. Das ist sicher richtig jetzt in dieser Situation. Ich kann eigentlich nicht unbedingt liegen bleiben. Also sie überlegen primär nur, wo soll der zweite, wo soll ihre Spielstein herrollen. Finde ich auch nicht, darum würde ich nicht. Ist der Sack? Glaube nicht. Das ist nur einer. Also. Sie haben diskutiert, wo der rote Spielstein heller soll. Dalina hat kurz gefragt, soll er gerade bleiben, aber damit genau, man Bernd Zeringer hat zwei gemacht, also 7-6. Ah, doch, zwei, excuse me. Das letzte Nennt. Super. Gleiche Situation. Gehen einen voraus mit letztem Stand. Ja, gleiche Situation wie bei den Frauen. Der, der führt 7-6, hat den letzten Ei. Gut gemacht. Und sehr jetzt schön. Bin ja, ja nur noch eine Option, genau vorne 4. Hinter die Geld. Genau. Wir wollen gerade Schott werden, aber wir wollen nicht zu tief, wir gehen nicht bis ins Blaue rein, weil dann hat der Gegner umso mehr Zeit, dort herzukommen, nachdem er bei der Guard vorbei ist. Das ist so ein bisschen, ja, man spielt nicht mehr hofft, aber ganz innerst hat man das Gefühl, wahrscheinlich reicht es nicht. Die Silvana spielt so gut, die Guard ist genug weit vorne, für das Silvana kann rundherum irgendeinen Stein verwutschen, der in der Mitte liegt. Ja. Nein. Gut. Ja. Also noch einmal ist alles. Schön putzen. Man wird auch sehen, dass die Wäscher auch werden. Das Eis putzen, wenn nicht wischen, aber wenigstens einfach schauen, dass dort vorne kein Dreck vier. Ist. So, das ist putzen. Genau. Und jetzt wird gewischt. Ja, ich würde jetzt den Stein putzen. Sehr schön, die Wäsche ist ich sehe das schon super. Ne? Er ist schon T-Line. Weiß ich gar nicht, müssen sie die Linie suchen. Er ist super gespielt. Ist doch super. Wunderschön. Ja, viel besser ist es gegangen. Super Stein. Ich frage, ob man den rausnehmen kann. Ja, ist wahrscheinlich möglich. Man sieht ein Stückchen von dem. Und wenn sie nur genau die Länge, die sie anzeigt, genau. Ich muss nicht nur einen Meter schieben. Ich muss ihn nicht entfernen. Ich muss einen Meter schieben. Für das Mine im blauen Kreis. Kommen sie von dieser Seite? Genau, sie werden jetzt in der Nacht spielen und den ein bisschen tappen. Ja, man hat aber das Gefühl, von der anderen Seite hat man ihn besser gesehen. Ja, ich glaube, das macht nicht so einen Unterschied. Macht es nicht so einen Unterschied, ja. Ja, und dort weiss ich das. So gespielt. Also. Ja. Also, der gelbe Stein wird nur einen Meter geschoben. Also Pini hat sicher alles gemacht in dem Moment, wo sie ja, wo möglich war. Absolut, absolut. Jetzt, wenn er kommt, hören wir es jubeln. Wenn er nicht kommt, gibt es ein Zusatzende. Meli macht ihn zum Wischen. Weit draussen. Ja, er ist weit draussen, sieht sehr weit draussen aus. Boah, das war der Zweck von dem Ding. Man hat noch nicht gewonnen. Voilà. Ei, ei, ei. Ah, vorhin habe ich gesagt. Das Problem war vor allem das Tempo. Sie haben ja. Die 8 Wellen. Sie haben, sie haben ihn kürzer abgemacht, als er jetzt gespielt war. Durch das konnte er nicht so viel girlen können. Meli hat noch probiert, ihn zum Ding zu wischen. Voilà, das sind genau die. Ja, er ist mehr als. Wie du hast gesagt, also lange dauern nicht mehr können. Jetzt müssen sie das noch einmal wiederholen. Genau das Gleiche. Es muss genau gleich noch einmal stattfinden. Gelb wird einfach die Mitte.
Garten. Ja, also komm mit Frau. Hey, hey. Noch einmal alles. Komm mit. Ja, komm. Super. Moment. Und ich sollte noch ein Wasser. Kannst du probieren? Kannst du ein bisschen was trinken? Gerne. Ach, kann ich das Fläschchen? Ist einer voraus mit letztem also, ja. Stein. Weißt du das Fläschchen? Komm. Das war jetzt noch interessant. Okay. Der Pete spielt nicht das Soft-Peeling, wie die Frauen ja, gewählt haben. Ja, sicher auch, weil die Garten nicht so gut liegen, also nicht auf der Centerline sind, sondern genau, also versetzt. Plus ist der Doppeltake halt auch noch ziemlich nahe und lieber für den Fall. Ja. Darum sagt er sicher, ich spiele lieber ich spiele nach dem Doppeltake als mit der Garten. Genau, ich komme mal rein, gebe den anderen etwas zu tun und dann beim ersten, den ich dann darf, tue ich die zwei gelben weg. Das ist super. Der Janik tut schön ignorieren, probiert sein eigenes aufzubauen. Er weiss, die zwei Garden werden dann abgespitzt. Aber vielleicht, kann ich, vielleicht geht noch eine. Sehr schön. Gut. Sie macht wieder das Softpeeling. Wow! Hin 8! Wow! Esther! Fest, Esther! Fest! Geht. Fest! Hängt er nicht an? Ein bisschen. Weiter. Ja, gut. Sehr schön. Sehr gut. Und jetzt, diesmal hat man noch fast gerne ein Beisserli, weil man ja nicht mehr mit einem Vorsprung jetzt. Genau, das muss man seine schreiben. Genau, man hat gerne irgendwo so ein Safety-Beisserli ganz am Rand, dass man mit dem Letzten nicht mehr bleiben müsste, sondern dürfte verspritzen, sozusagen. Da ist der Kurs gesetzt wieder. Larissa macht das super. Sie hat ihre Garten alle gebracht. Sehr kurze. Nicht der einfachste Stein. Man sieht am linken oberen Bildrand noch das Spiel der Männer. Also der Peter hat den Doppel nicht gebracht. Den gelben. Das hat man gesehen. So, und Melanie wird jetzt nochmal den gleichen Stein probieren zu spielen. Es erleichtert einfach das Leben der nachfolgenden Spieler extrem, wenn sie eins natürlich den Stein bringt. Da ist es nimmt extrem Druck schon weg nachher vom Fis 2 und Fis 3. Sie spielen so auf Peelings relativ kurz, was vielleicht kommt er gerade nicht mehr. Was manchmal, das haben wir auch schon gesehen, am Schluss sind plötzlich vier Garten da. Ja, also manchmal ist fast lieber ein bisschen länger, für das mal der Rot sicher fortgeht. Es ist gar nicht nötig, die Steine so schnell zu spielen. Also etwas zwischen Backline und Heck, das ist eine lange Führung. Gut! Mir auch gut. T-Line! Hinter vier! Hinter vier heisst, er kommt ein bisschen über die Mitte, aber... Hinter vier bis hinter acht. Linie wäre super. Hinter acht. Ja. Hinter acht. Mal schauen. Okay. Muss bleiben, aber... Ja, das... Noch ein Biss noch da, ja. Jetzt geht sie vorne aufmachen. Ja. Das Momentum wieder ein bisschen auf der Seite voran. Ja, ja. Wenn der Stein super vorne, gerade vor dem Töpfchen sitzt, dann ist der Druck sicher mehr auf dem. Jetzt macht sie da einen am anderen auf, nehme ich an. Ich glaube, Binja geht schon hinten dran, ist das korrekt? Jetzt haben wir gerade probiert, zum Männerspiel über ein Spienzli. Ich sehe es nicht genau. Gut! Vor 8! Vor 4! Vor 8! Linie wäre gut! Vor 12! Linie ist bis rein! Kommt bis rein! Wechseln, dann innen! Ich habe es verpasst, aber ich glaube, sie hat das angezeigt. Ja, ja. Das ist gut gewesen, dass sie das gespielt hat. Wart! Nein!
Was für Aarau spricht, ist natürlich, dass das ganze Vierfluss ja offen ist. Andere Variante wäre gewesen, noch einmal eine Garde in die Mitte. Wir haben aber vorhin gesehen, dass Alina auch ein bisschen Nerven gezeigt hat bei ihrem letzten ja Stein. Ja. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich hätte noch einmal mit Nummer 2 vielleicht noch einmal eine Garde gemacht. Aber wie gesagt, das ist schon immer. Wir wollen vielleicht auch etwas Neues anbieten und nicht immer den gleichen Stein. Ja. Kann man auch schon fast als Garde zählen, der Rute. Ja, also, ja, das ist so. Genau, jetzt macht sie ja Garde, jetzt tut sie Lust, wie sie natürlich den Gegner ja abdecken. Bei ihr ist das gleich, wie viele Rote das am Schluss zählen. Ob ein oder zwei, Hauptsache man macht. Wir können einen stellen. Jetzt liegt schon wieder ein bisschen Zeug rum. Das passt eigentlich Aro nicht so, dass es da Steine hat. Nummer eins! Drüber ist er! Hier ist Linie! Da darf nicht reinrollen. Ja. Gut. Ist gut. Tipptopp. Also, sie wird Aro wird beschäftigt, sie die Garde vorzubringen. Am Schluss bleibt dann der Rotstein übrig und der ist auch fast ein bisschen wie eine Garde. Man kann dann sozusagen wie hinter den gehen. Oder wir können die Fossen hinter dem Gelb durch, bin ich nicht sicher. Genau, wir schalten jetzt das Herrenspiel. Da sehen wir jetzt den zweitletzten Stein von Janik. Zering hat den gelben Stein und sie haben den Schott hinten 4. Und er wird jetzt mit seinem ersten Stein im 10. Ende Garde spielen. Und Genf wird nachher die Garde wegnehmen. Die Herren sind keine Mikrofone angehängt, wir können nicht hören, aber Claudio, ja, kennt sie auswendig. Nein, ist ja relativ klar im Moment. Ganz klar, vorne auf. Ja, die Frage ist nachher, was macht Bern mit ihrem letzten Stein? Ich würde sagen, so halb versetzt vor der Gelbe im Haus vorne Nacht legen. Damit der Benoit muss einen Doppeltake halt spielen, ja. Genau, okay. Dort, wo der Michi, jawohl, jetzt kommt, wo der Janik jetzt zeigt. Dort muss er ran. Man tut sicher probieren, das Zentrum ein bisschen zu blockieren. Was einfach nicht passieren darf, ist, dass der Hintergelbe ganz offen bleibt und dann hat er nämlich einfach einen Hintergrund, genau, ja, zum Sieg. Also man tut ein bisschen locker, indem man dahinter nur halb deckt. Man tut ein bisschen einerseits ein bisschen Mitte ein bisschen blockieren. Und es muss aber so sein, wenn man einen oder den anderen abspielt, dass er nicht Schott kann werden kann. Also das Ziel ist vorne Nacht, vor dem ja gelben Schott. Und dann wird sich die Frage für Genf stellen, machen wir einen Doppeltake oder gehen wir in Vierfuss? Genau, das ist jetzt. Da sind auch die Wischer gefragt, dass die die Länge jetzt haargenau bereichen. Wenn er zu nach aufläuft, würde der Doppeltake auch zu einfach. Wenn er zu kurz aufläuft, ist der Rot besser, will man auch nicht. Janik mit seinem letzten Stein. Hat ihn gerade jetzt im Moment losgelassen. Die Länge ist auch gut, weil sie sind on und off mit Wischen. Er muss einfach ein bisschen besser werden als der Rot. Genau, so perfekt in der Ausführung. Ja, so schön. Also. Und ich nehme jetzt mal an, der Benoit wird den Doppel spielen. Ja. Genau. Und zwar, wenn der Leger nicht kommt, würde er den Match verlieren. Wenn der Doppeltake nicht super kommt, haben sie immerhin als Zusatzend. Das ist vielleicht die Überlegung bei diesem Stein. Ja.
Auch da gibt es ein Zusatzend. Auch hier hat das Team Zähringer alles gemacht, was sie können. Und zwar im entscheidenden Moment den Stil machen. Sie werden sich sagen, same procedure. Da hat vorher, man sieht den Gelb, der hinten beißt, der hat Bina wollen hinter ihre eigenen Garde legen, ist aber lang gekommen. Linie ist super, fängt ein bisschen an, girlen. Girlen. Vor der Tee. Schön. Ja, ist gut, okay. Der ist jetzt da vorne. Das zwingt Binja mit dem etwas anzufahren. Entweder könnte man einen Einsteinbreit hindern drücken. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, warum er nicht die Corner Guard weggenommen hat. Mit Alina in ihrem ersten, weil das wäre komplett offen nachher. Also. Ja. Aber der Stein, den sie jetzt gespielt hat, ist sicher auch so gekommen, was sie wollen. Und Binja hat einen sehr schwierigen Stein jetzt. Oder sie sagt, wenn jetzt der Stein kommt von der Binja, dann darf ich noch einmal einen legen. Und dann habe ich ihn vorhin gerade geübt. Das kann manchmal schon eine Überlegung sein. Ich mache lieber zweimal den gleich machen am Schluss. Bevor ich jetzt in die Länge nicht müssen spielen musste, dann ist sie vielleicht froh, wenn sie sie jetzt üben kann. Also wenn der Hit and Roll kommt, von Gelb, wenn der Gelb hinter einem Gelb geht, hat doch immer noch die Alina immer noch den ganz innersten Kreis zum Dreilegen. Vielleicht hätte sie wegen dem den schon mal wollen üben. Gut! 9,5! Weg! 9,5! Putze! 9,5! Putze! Achtung! 9,5! Tja! Fisch! Fisch! Sitz! Rollt zu viel und... Oh, er kommt ein bisschen zurück. Jetzt aber. Ja. Aber geht's, ist sicher nicht mehr versteckt. He? Sie geht noch schauen. Vielleicht haben wir ihn schon. Nein, wir haben ihn noch nicht. Es fehlen noch. Zentimeter muss jetzt einfach ein bisschen breichen, ist fast gleich wie. Er muss noch 10 cm schieben, egal woher. Ziel ist, genau, so lange eigentlich, wenn sie trifft. Genau, jetzt gibt sie relativ wenig Eis, für das man den ziemlich zackig und gerade kann spielen. Also ist für sie der angenehmer Stein zum Spielen, als der, was sie im 10. Ende hatte. Ist einfach geradeaus und hopp. Muss ihn nicht genau breichen, muss ihn einfach breichen. Gut. Putzen! Yes, ich weiß es schon. Come on! Yes! So, wir gratulieren Team Aro. Sehr schön. Brütsch! Hast du Freude, ja, dass sehr, sagen, ja. Jetzt, was drin ist? Darfst du das sagen? Ja, ist schon schön. Es ist ja so. Als Familienmitglied darf man ein bisschen Partei haben. Ara wird die Schweiz zu der WM vertreten, in Esbjerg in einem Monat. Einen guten Monat. Sie hätten sicherlich auch schon früher können zumachen, den Sock. Sind ein bisschen selber schuld gewesen, dass es eigentlich noch ein Zusatzsender ist gekommen. Ja, also. Das. Sie haben am Anfang gerade ein bisschen Hilfe bekommen von Langenthal vielleicht. Aber so. Jetzt kommt die gleiche Situation, wir haben den gleichen Spielverlauf. Auch hier hat Genf bei der ersten Möglichkeit genau, der nicht können warnen. Genau, der Beat mit der Chance eigentlich schon vorentscheidend herbeizuführen.
Er hat auch seine Beisser parat, die sicher noch nett sein können, aber auch im Weg liegen beim Aufräumen. Uff. Hat er beide nehmen? Ja. Er wollte mit einem Stein zwei Garden räumen. Ganz wenig, ganz haarscharf verpasst. Eine einfache Garde, aber auch die mit ein bisschen viel Adrenalin im Blut. Das sind auch die manchmal nicht einfach. Schön gespielt, Romano. Wir werden jetzt einfach einen abspielen. Ja, stellt sich die Frage, wenn dass man probiert, hinten den Gelb zu legen. Mit welchem Stein? Ja, in der Regel wartet man eigentlich bis zum zweiten vom 3 oder sogar bis zum ersten vom Skip. Da gibt es kein richtig oder falsch in dem Sinn. Also, ist halt einfach, die Garde ist so nahe am Haus, dass der Benoit oder auch der Sven den Doppeltake kann spielen kann. Ja. Darum würde ich so lange warten, wie es geht mit dem Kommandant. Eine, die ein bisschen weniger nahe am Haus ist, aber auch nicht allzu weit weg. Genau, jetzt ist bereits der Michi dran, das Nummer 3. Der gehört aber viel, oder dünkt es mir noch mal? Oh, ja, super, hat Tosche. Und da immer probieren, ja, genau die exakte Linie voreinander zu wählen. Probiert er immer noch beide oder macht er super auf vorne? Er macht sauber auf, er probiert nicht beide zu nehmen, weil dann würde sie noch rot bleiben. Dafür wäre er aber weiter vorne. Dann macht keinen Sinn, das Risiko einzugehen. Ja. Nochmal genau den gleichen Stein, den der Michi kann spielen. Und es gibt dann manchmal so eine Ruhe ins Team, wenn man zweimal, drei, viermal den gleichen Stein kann spielen kann. Und eigentlich das Ende diktiert. Jetzt ist Genf mit dem Ding, muss fast immer ein bisschen reagieren. Sehr schön. Voreinander gelegt wieder. Der Andi Schwaller hat vorhin das Team Langenthal beschrieben. Kompliment an die Leistung, die haben wirklich ganz starke Woche gezeigt. Timeout. Ja, und ist sicher auch höchst zu bewerten, dass sie nochmal zurückgekommen sind in das Spiel, ja, Langenthal, wo es am Schluss nicht gelangt hat. Aber ja. Ein grosser Kampfgeist und nicht aufgeben. Ja. Die Überlegungen sind welche? Wollen wir schon dahinter oder wollen wir noch eine Garde? Ja, das Problem ist, wenn man jetzt Garde spielt, wird Genf nicht mehr auftun, sondern dann wird Genf selber hinterher gehen. Und dann ist halt einfach Gefahr, dass man nachher wirklich keinen Platz mehr hat, um einen besseren Schutz zu machen. Und darum muss man jetzt hindern. Die Frage ist, wo? Geht man hinten vier? Geht man auf die T-Line? Höher würde ich nicht, weil der Doppel einfach einfacher wird. Ja. Das sind die Momente, wo man etwas entscheidet und wenn es dann nicht aufgeht, sagt man, hat man doch. Aber da ist jetzt eben wichtig, kommt der Coach noch mit ins Spiel. Es ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass sich die vier ganz klar einig sind, damit es nicht nachher ein Hard Feeling gibt, wenn etwas nicht gehen würde. Dass man wirklich alle vier ins Boot holt, das ist jetzt auch die Aufgabe vom Coach. Er weiss ja, welche zwei Optionen das Team im Sinn hat. Und dann rausgespüren, wo Guard, ist der Druck höher. Was, Guard, was? Ist, Guard ist sicher nicht falsch. Sie sind jetzt auch diskutiert, ob sie das Guard spielen.
Es ist halt einfach eben, wenn der Bruno nachher vorne vier Leute hat, ja, fast keinen Stein mehr, um besseren Schutz zu machen. Und ja. Genau. Also, der Coach darf nicht bis ganz rein, der darf nur bis zur Hogline gehen. Jetzt zeigen sie ihm, zeigen, schau, wir haben unsere drei Optionen, die wir daran denken. Oder zwei. Es ist gerade schade, können wir nicht reinhören. Was macht er? Ihr seht, die Zeit, die läuft, ist die Timeout-Zeit. Zuerst darf der Coach runterlaufen, von der Tribüne bis zum Eis. Und dann geht die Timeout-Zeit los. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, muss der Coach vom Eis. Das Team dürfen, wenn sie wollen, weiterreden. Sie haben noch genug Zeit eigentlich. Das Team darf dann auch weiter diskutieren. Sie haben ihre 3 Minuten zur Verfügung, da noch 3:24. Aber irgendwann ist... Zwei Ringer spielt jetzt von der Seite, die sie kennen. Also, sie haben jetzt das ganze Ende so gespielt. Und das ist, macht sicher auch Sinn, weil jetzt in einem 11. Ende kann es gut sein, dass die andere Seite viel härter hat. Ja. Inzwischen. Und, sollte man eigentlich dort spielen, wo man es kennt. Ja, und plus noch, dass er, wenn er von hier kommt und nicht ganz versteckt wäre, hat er hinten noch 2 Fänger. Vielleicht ist das auch noch ein Gedanke. Dass wenn er hier nur halb versteckt ist, um einen verwutscht, dann bleibt er vielleicht beim Gelben oder im Roten noch hängen. Wer weiß. Er war jetzt zweimal zu kurz im Ende. Gut, also ein Steinbreis zu kurz. Das mache jetzt hier nicht einmal so viel aus. Wir hatten die Tendenz, ein bisschen zu verlängern. Das ist manchmal noch eklig. Also, wenn man zweimal zu kurz war, dass man ein bisschen länger spielen will. Ich habe das Gefühl, dass er auf der Länge sind. Sieht eher schnell aus, ja, von der Seite. Jetzt muss er wischen wegen der Linie. Hat er etwas verwutscht? Hat er etwas verwutscht? Ja. Hat das Gefühl, er hat schnell aus. Oh, das ist auch Pech. Nein, ehrlich. Oh, das ist natürlich bitter. Jetzt denkt er, es war eher lang, sie wollten ihn nicht wischen. Ja, das ist bitter, da denkt man. Denkt man, was muss ich jetzt lernen in diesem Leben, für das ich, ja. Das ist das, was man gesagt hat. Wenn schon Dreck und Ding, dann lieber im ersten, zweiten Ende, weil es nicht absolut zählt. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Das ist wie wenn ein Skifahrer Slalom macht und ein Eichhörnchen über die Piste rennt. Dann denkst du, warum jetzt, warum bei mir? Die Aufgabe ist gleich noch nicht klar für Genf. Ich nehme an, sie werden den Mittler einfach räumen, oder? Ja, sie überlegen sich jetzt einfach, ob sie Doppeldeckel spielen oder einfach nur in der Mitte wegspielen. Die Frage ist, bleibt er irgendwo hängen? Ist das die Frage, wenn der Doppel-Takeout spielt, bleibt er irgendwo klemmen? Ja. Tue ich mir es noch schwerer machen als nötig. Er hat ja eigentlich seinen Shot. Und jetzt, wenn er Doppel-Takeout macht und bleibt hängen, kann er fast ein Geschenk machen, das vielleicht nicht mal nötig wäre. Aber der Winkel ist nicht... Er nimmt ihn so. Und ich möchte am liebsten, dass alle drei gehen, die 2 gelben plus sind, nehme ich an, oder nein? Willst du eigentlich gar nichts mehr haben, nicht einmal einen. Ja, wenn die 2 gelben gehen, dann zeigst du schon fast gewonnen. Willst du aber noch nicht dort sitzen, oder? Ja. Sonst kann der andere hinten dran kommen. Also am glücklichsten wäre, wenn alle drei gehen, die 2 gelben plus der neue Rot, der gespielt wird. Genau. Wenn jetzt Trianico dort hinten kann, perfekt, dann hat er Bruno halt immer noch den ganzen 4 Fuß offen zum Lecken. Ja.
jetzt putzen sie noch in die Bahn ein bisschen, aber eben, das Stäubli kann irgendwo sein, das siehst du ja manchmal gar nicht. Eben, wenn zwei starke Teams gegeneinander spielen, muss einfach einer verlieren. Das ist das, was so hart ist. Ja. Taffi. Ja, der Janik hat sonst keine Optionen mehr. Also, das ist eigentlich im Prinzip Hoffnung nachher, dass der Bühne den Vierfuß nicht trifft. Ja. Einfach hoffen, dass ein bisschen. Was relativ unwahrscheinlich ist. Ja, man sieht einfach, hoffen, man weiß nie. Man weiß nie. Der Bühne, der er studiert, das ist gleich Tennis beim Matchball, nehme ich an. Wenn der Kopf davon studieren, ist er anders drauf, als wenn man einfach vorwärts spielt. Das sieht ein bisschen länger aus, denke ich mir. Irgendwie. Ja. So, also. Gut, also sogar 8 Fuß lang für den ja. Sieg. Er spielt nicht auf einer Bremse und nichts, er spielt einfach Sekt da rein. Das ist eben der Routinestein, der, wie der Andi vorhin gesagt hat, gell, der kommt 10 von 10 Mal, aber jetzt musst du eben das 11. Genau. Mal auch noch bringen. Die Sachen gehen ihm noch lange nach, das kennst du auch, wenn man ein Match so knapp verliert. Manchmal verliert man fast lieber ein bisschen gröber. Wenn man knapp verliert und noch Dreck hatte im letzten Ende, denkt man jetzt hei. Oh, c'est vraiment court, also es ist wirklich kurz. Wahrscheinlich werden sie noch helfen. Nein, es sieht gut aus. Ich habe gesagt, c'est vraiment court, aber... Ich glaube, der lange. Nein, mehr Panik gesehen, gell, als... Also, dann gratulieren wir Team Genf. Mes félicitations à l'équipe Genevois. Ils ont montré une semaine très, 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 très forte. Ils ont perdu seulement un match. Und Sie werden die Schweiz in Lethbridge vertreten, oder wie? Genau. Anfang April. Ja, ich bin jouer le Championnat du Monde à Lethbridge, Kanada, en April. Also Genfer werden die Schweiz vertreten, der WM, Herren-WM in Lethbridge, Kanada. Dort sind Zimmer sind reserviert, es gibt einen coolen Pool. Sehr schön, Sie heiss. Sicher verdient, das Team Schwaller genauso, aber sie haben jetzt wirklich in dieser Woche einen Lauf gezeigt, einfach mit dem sie einfach 8 Matches nacheinander haben gewonnen. Es ist schon stark. Es ist komisch, das Team Feldscher und das Team Zeringer vom Platz schicken als Verlierer, weil das sind sie einfach nicht. Aber es ist halt im Sport so. Bravo. Also, noch einmal herzlichen Dank an das OK von Thun, die schönen vielen Zuschauer, das Festzelt, das sie gestellt haben, unser Livestreaming von Thiel und Stucki, die vielen, vielen Eismeister und Helfer rund ums Eis, Techniker, Zeitnehmer und so weiter. Wir dürfen uns verabschieden von Thun. Bis gleich mal.